beim Thema Wirtschaft nach Corona. Da ja, waren auch viele da, aber nicht so viele wie heute. Dann hatten wir die Veranstaltung Claudia redet Klartext zum Thema Bildung. Da waren dann schon deutlich mehr. Und heute das hochemotionale Thema Rente. Ja. Und ja, nach neuesten Forsa-Umfragen habe ich gestern erst gelesen, da wurden die Wähler befragt, was das dringendste Problem ist, also was sie der Regierung empfehlen, was als erstes geändert werden muss. Und da haben 65% der Befragten gesagt, wir brauchen eine Rentenreform. Also es kommt an, das Thema ist wichtig und ja, und zu dem Thema habe ich mir heute zwei tolle Gäste eingeladen. Also einen Johannes Vogel habe ich eingeladen, der andere musste kommen. ich darf dich kurz vorstellen, 39 Jahre, Politikwissenschaften studiert, Parteivize oder ne, Forschungsvize. Und du verantwortest die Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik in der Fraktion der FDP. Danke. Gut, kannst du ja nachher noch, falls ich was vergessen habe. Also uns verbindet die Leidenschaft zum Thema Rente. Ja, uns verbindet hoffentlich mehr als die Leidenschaft zur Rente. Wenn ich vorstellen darf, das ist mein Mann Bernd Raffelhüschen, ist ein bisschen älter, wird jetzt, ja, du bist 63, musst du jetzt gerade nochmal nach. Und noch nicht in Rente. Professor für Finanzwissenschaft hier an der Uni Freiburg und ausgewiesener Rentenexperte. Also mir blieb keine Wahl. Es gibt eigentlich niemanden, der mehr zu dem Thema weiß. Und als wir uns damals kennengelernt haben, das ist ja etliche Jahre her, wir sind ja schon fast 25 Jahre verheiratet, da sagte er, er macht in Rente. Und dann dachte ich, oh Gott, wie langweilig, Rente. Aber ja, die Meinung musste ich schnell ändern. Das ist ein hochspannendes Thema geworden. Auch bei uns in der Familie wurde viel über Rente gesprochen. Und ja, auch sehr emotional, wenn man die Beiträge in den sozialen Medien liest, die Kommentare, die gemacht wurden, als wir diese Veranstaltung angekündigt haben. Also, heute geht es darum, wie schaffen wir eine Rentenreform, eine faire Rentenreform bei immer weniger Beitragszahlern, bei immer mehr Rentenempfänger, die auch noch, Gott sei Dank, muss man ja sagen, auch noch länger leben und damit eine längere Zeit Rente beziehen. Und da frage ich dich, Johannes, kannst du uns mal vorschlagen oder vorstellen, was die FDP sich da überlegt hat? Sehr gerne sogar. Klappt mein Mikro, kann man mich hören? Ja, sehr gut. Also erstmal, ich habe die Forsa-Umfrage auch gelesen, habe mich sehr gefreut, dass du es zu einem zentralen Thema in deinem Wahlkampf machst, denn es gibt bisher, finde ich, eine relativ deutliche Diskrepanz zwischen dieser Forsa-Umfrage, die sagt, quer durch alle Altersgruppen ist das eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Bundesregierung, und den Themen in diesem Wahlkampf. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen das Triell gesehen hat, das erste, manche schütteln den Kopf, manche nicken. Ich verrate es Ihnen, zur Rente und überhaupt zur Herausforderung Demografie wurde da nicht mal eine volle Minute gesprochen. Also da gibt es eine Diskrepanz und deshalb finde ich gut, dass du es anders machst, denn wir laufen in der Tat auf eine Herausforderung zu. Bernd Raffelhüschen kann das natürlich viel besser anhand den Zahlen und den Fakten erklären, aber ich erkläre es mal in einem ganz einfachen Bild. Eigentlich ist ja eine gute Nachricht. Wir werden alle länger älter und bleiben länger fit. Und wir haben deswegen zu erwarten, dass mit dem Renteneintritt der sogenannten Babyboomer, also der geburtenstarken Jahrgänge, der 2025 anfängt, also das, was wir immer mit demografischem Wandel diskutiert haben, das ist dann nicht mehr Perspektive für die Zukunft, sondern das fängt dann wirklich an, stehen wir deshalb vor einer Herausforderung, weil unser Umlagesystem funktioniert, wie es funktioniert. Das haben Sie schon oft gelesen. Ich treffe aber immer noch Bürgerinnen und Bürger, die es im Kern, müssen sie ja auch nicht, sich natürlich mit dem Umlagesystem noch nicht näher befasst haben. Deswegen würde ich mal eine Frage stellen. Wenn wir das Gedankenexperiment machen würden, dass wir morgen alle aufhören, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, also die das tun, die versichert sind, die einzahlen, die ganze Bundesrepublik lässt das. Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, weil es wäre illegal, aber machen wir es mal gerade.
Wie lange haben wir noch Geld, den Rentnerinnen und Rentner in diesem Land Rente zu bezahlen? Sie wissen es, hier sind Experten. Ja, sechs Wochen ungefähr. Gut vorbereitet. Ein Monat. 1,4 Monatsausgaben, das ist die aktuelle Schwankungsreserve. Ich treffe immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die glauben, das geht über Jahre. Weil die glauben, dass in unserem Rentensystem Geld angespart wird. Das ist aber nicht der Fall. Sondern Umlage heißt, da wird gar nichts angespart, sondern es wird sofort ausgegeben. Und das, was man an Rentenbeiträgen oder Ansprüchen erwirbt durch seine Beiträge, das ist das Versprechen an künftige Generationen, dass die das später auch einmal für einen selber tun. Das funktioniert so lange gut, wie es viele Einzahler und nicht so viele Empfänger gibt. Und genau das ändert sich jetzt. Und dann gerät ein solches System notwendigerweise in die Schieflage. Franz Müntefering hat das mal, finde ich, unausweichlich formuliert. Er hat gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Da muss man nicht Mathematik studiert haben, da reiche Grundschule Sauerland. Und da hat er recht. Das soll schon was heißen. Genau, also ein kluger SPDler in der Rentenpolitik. Die Grundschulen im Sauerland sind übrigens sehr gut. Mein Wahlkreis liegt da. Es soll nur ausdrücken, dass das einfache Mathematik ist. So, und da stehen wir vor einer Herausforderung. Und dann kann man, wenn man in den aktuellen rentenpolitischen Parametern denkt, hat man dann nur drei Stellschrauben zur Verfügung. Entweder der Beitragssatz geht hoch. Da reden wir über die Größenordnung 25% irgendwann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Von heute 18,6. Das finde ich für die Jüngeren ehrlich gesagt ziemlich happig. Und ich glaube auch, dass das nicht geht in einem Land, was zum Beispiel immer wieder postuliert, wir wollen nicht mehr als 40% Sozialabgaben haben. Die haben wir heute schon bei 18,6. Da werden wir dann deutlich drüber. Zweite Alternative wäre, alle müssen länger arbeiten, zwangsweise bis 70, vielleicht sogar länger. Ich glaube, dass viele Menschen, weil sie länger fit bleiben, länger arbeiten wollen. Die Länder, die einen flexiblen Renteneintritt haben, so wie wir das im Programm stehen haben, Schweden, Norwegen, zeigen auch, dass die Menschen dort, wenn sie selber entscheiden können, im Schnitt später in Rente gehen, aber eben im Schnitt. Weil die Menschen, die Lebenswege, die Berufe sind halt trotzdem sehr unterschiedlich. Manche haben mit 16 angefangen zu arbeiten, wie mein Vater. Andere promovieren, bis sie 31 sind. Der eine macht so einen Job, die andere macht einen anderen Job. Alle zwangsweise bis 70 und länger. Würde mich nicht überzeugen, gibt es auch, glaube ich, keine demokratische Mehrheit in diesem Land, zumindest aktuell nicht für. So, die dritte Variante wäre, man nimmt Steuergeld. Aktuell haben wir 100 Milliarden Euro jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt schon Zuschuss in die Rentenkasse. Also 100 Milliarden und es wächst an. Heute schon ist das ungefähr ein Viertel des Bundeshaushaltes. Wenn wir die Alterung nur daraus finanzieren wollten, dann reden wir über die Perspektive, dass wir irgendwann in Richtung Hälfte des Bundeshaushaltes gehen. Das halte ich auch nicht für zukunftsfähig. Eine Gesellschaft, die die Hälfte des Bundeshaushaltes nur für den Rentenzuschuss ausgibt, wo ist da noch Geld für Zukunftsinvestitionen? Also Bildung, Infrastruktur, gut, ordentlich ausgestaltete Bundeswehr etc. pp. Das überzeugt mich nicht. Und wenn man all das nicht will, und das ist die Antwort auf deine Frage, Claudia, dann muss man vielleicht außerhalb der bekannten rentenpolitischen Parameter denken. Und deshalb haben wir in diesem Wahlkampf einen Vorschlag gemacht, lasst uns doch das Rentensystem in sich reformieren. Ist nicht die einzige Maßnahme, die wir in der Rentenpolitik brauchen, aber es ist, glaube ich, eine zentrale. Die Schweden haben uns das vor vielen Jahren schon vorgemacht, Ende der 90er Jahre. Kluge Professoren wie Bernd Raffelhüfen haben das auch schon vor längerem gefordert, vor Jahrzehnten nämlich, dass wir die gesetzliche Rente auf zwei Standbeine stellen. Also nicht nur Umlage, sondern Teilumlage und Teilkapitaldeckung. Die Schweden haben das gemacht. Wir nennen das gesetzliche Aktienrente. Dort heißt das AP7. Das ist so ein öffentlicher Non-Profit-Fonds. Profis legen das an, ganz niedrige Kosten. Und die haben es dadurch geschafft, das Rentensystem zu stabilisieren. Und das ist der Kern unserer Vorschläge, über die wir in diesem Wahlkampf reden wollen. Gut. Mal hören, was die Wissenschaft dazu sagt. Wir können ja jetzt die Rentner nicht zwingen, bei Rot über die Ampel zu gehen. Wir müssen ja jetzt, irgendwie muss ja jetzt was passieren. Was sagst du? Naja, jetzt nochmal kurz zurück. Hier sitzen ja sehr viele Menschen in unterschiedlichem Alter. Und die Hälfte von denen, die hier sitzen, sind alle in der falschen Veranstaltung. Weil die Hälfte von denen, die hier sitzen, sind so bei 65 plus und in Rente. Und ihre Rente ist sicher. Ja, so. Warum ist sie sicher? Na, ganz einfach, weil sie haben viele Kinder gemacht, ziemlich viele Kinder gemacht. Nicht jeder Einzelne, aber im Durchschnitt. Und deshalb haben wir jetzt ziemlich viele Erwerbspersonen. Wir haben noch nie so viele Erwerbspersonen gehabt wie heute. Und im Verhältnis die wenigsten Rentner, die wir heute bislang hatten. Also im Moment sind wir in den goldenen Zeiten der Rentenversicherung. So. Und das wird anders. Ja, das wird genau umgekehrt sein.
So, das wussten wir immer. Deswegen haben wir immer schon gefordert, Leute, mit der Umlage wird es schwierig, weil zur Umlage müsst ihr zahlen in die Rentenversicherung, was jeder tut, und ihr müsst Kinder machen. Und die hier alten, graumelierten haben Kinder gemacht im Durchschnitt und sie haben gezahlt. Und dann ist es in Ordnung. Dann sollen sie auch ihre Rente kriegen und sie sollen sie auch länger kriegen. Völlig in Ordnung. So, jetzt aber haben wir andere hier, die sind in der richtigen Veranstaltung, ja. So, jetzt meine ich nicht die ganz Jungen hier, die nicht, aber so die Mittleren, so. So sagen wir von 40 bis 60. So, meine Generation, die Babyboomer. Da würde ich Folgendes sagen, okay, wenn ihr in Rente geht, habt ihr gezahlt. Habt ihr gezahlt. So, habt ihr Kinder gemacht? Das sieht etwas schlechter aus, ja? Also nochmal, die Alten hier waren fantastisch, was das Kinderkriegen angeht. Die Mittelalten und auch die Jungen hier, ihr braucht nicht zu lächeln da hinten, ja? Ihr seid die größten Rohrkrepierer, die wir in dieser Richtung jemals gehabt haben, ja? Ihr habt es nicht gebracht. Allesamt nicht. Meine Generation ist im Durchschnitt bei einem Viertel kinderlos. Kinderloser Ichling nenne ich das immer. Ja? Die da hinten sind aber nicht deine Generation. Nein, die haben aber gelächelt, weißt du? Die haben gelächelt und tun so, als ob sie besser werden. Das werden die aber nicht. Die werden auch zum Viertel kinderloser Ichling sein. So wie unsere Generation ja auch. Sie werden auch mit Ein-Kind-Familien unterwegs sein, einen Hund sich anschaffen und glauben, dass der Hund zur Rente beiträgt. Das ist völlig Mischugge, ja? Das läuft nicht. So, das haben wir immer schon gesagt und deshalb haben wir immer gesagt, Leute, wenn ihr auf der Umlage eure Rente stützt, dann müsst ihr leider, wenn ihr keine Kinder habt, darauf verzichten. Denn wenn man nur die Hälfte bringt von dem, was man bringen muss, kann man auch nur die Hälfte kriegen, letztlich. So, das war der Ansatz für Müntefering zum Beispiel mit der Rente mit 67. Damals haben wir gesagt, ihr lebt alle 4 Jahre länger und wollt die 4 Jahre voll in Rente haben. Bitte schön, das hättet ihr haben können, so wie die Alten hier. Aber dann hättet ihr Kinder machen müssen. Ihr habt die Hälfte nur gemacht, also kriegt ihr auch nur die Hälfte. Die Hälfte von 4 Jahren sind 2 Jahre und so kamen wir, Sauerländische Volksschule, zu 67. Ja? So, Müntefering hatte den Mut, das zu machen. Zuvor hatte Schröder den Mut, die Nachhaltigkeitsfaktoren zu setzen. Das war mutig. Sorry, das zu sagen, aber es war die SPD, die die größten Rentenreformen gemacht hat. Ja? Es war die Agenda 2010, die das Ganze ins Lot gebracht hat. Und seitdem haben wir eine ununterbrochene Folge von Fehlern gemacht. Ja? Scholz, der heutige Bundeskanzlerkandidat, hat die Rentengarantie gemacht als Arbeitsminister. Der war damals Arbeitsminister. Rentengarantie fand er solidarisch. Solidarische Rente nach SPD-Konzept Scholz, das war nicht Schröder, der war anders gewickelt. Das kenne ich noch. Aber Scholz hat gesagt, wenn die Löhne nach oben gehen, müssen die Rentner auch einen Zuschlag haben, der in gleicher Größe erfolgt. Wenn allerdings die Erwerbstätigen negativ runden, dann machen die Rentner nicht mit. Und das hält er für solidarisch. Das war seine solidarische Rentengarantie. Ich hatte immer als sozialdemokratisch verstanden, dass man in gleiche Richtung funktioniert. War nicht. Nahles, Rente mit 63. Ich meine, da muss man schon drauf kommen, dass man abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen darf. Sauerländische Volksschule hat sie offensichtlich nicht bestanden. Aber gut, ich glaube 20 Semester Kunstpädagogik oder sonst was, ne? Was natürlich auch nicht viel mathematisch hilft. Oder Sozialpädagogik, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Jedenfalls mathematisch war das Quatsch. Und Heil war das größte Unheil, das wir da hatten. Der hat alles vermasselt. So, und jetzt haben wir natürlich die ganzen Geschichten wieder so, wie sie vorher auch waren, nämlich völlig aus dem Lot geraten. So, was machen wir jetzt? So, die FDP sagt völlig richtig, wir hätten eigentlich schon längst handeln müssen. Wir hätten eigentlich den hier ganz Jungen schon sagen müssen, Leute, hört zu, ihr müsst ein bisschen für euch selbst vorsorgen. Die Rente ist eine Basisrente, das hatten wir euch ja damals schon 2003 gesagt. Die Basisrente ist sicher, aber für den Rest müsst ihr selber sorgen. Dann hätte man uns als Mittelalten sagen müssen damals, ihr müsst auch lieber selbst vorsorgen. Das haben wir auch ein bisschen versucht, aber so richtig ist es nicht gelungen. Wir haben es nicht gemacht, haben wir ein Malheur. Die Jungen haben noch Zeit. Die können mit der Aktienrente tatsächlich noch gut fahren. Und es läuft auch. Wobei, sorry, aber ich würde bei Aktienrente immer ein bisschen mischen. Ein bisschen Immobilien reintun, ich würde ein bisschen dies reintun. Ich würde immer diversifiziert unterwegs sein. Das haben wir ja bei allen Staatsfonds so. Aber meiner Generation, und da hast du völlig recht, wir reden jetzt nicht über Zukunft. 2025 ist ja gar keine Zukunft mehr. Wir reden über tatsächlich Zeiten, wo eine Kapitalakkumulation mit Zins- und Zinseszinseffekt überhaupt nicht mehr hilft.
überhaupt nicht mehr hilft. Und insofern müsste eigentlich die ehrliche Antwort der Politik im Moment sein, an die Generation, meine Generation sein, Leute, das ist jetzt leider ein bisschen zu spät, ihr müsst auf Rentenniveau verzichten, zugunsten eurer Kinder, anders geht's nicht. Tatsächlich ist die Aussage sehr verhalten, das ist natürlich politisch auch schwierig, das zu überleben, aber die Aussage, sagen wir mal, von SPD, von Grüne ist, na gut, wir können uns das von heute nicht leisten, das Rentenniveau, also machen wir es noch höher. Das ist so Absurdität hoch drei. Ja? Also in dieser Situation, an meiner Generation, zu versprechen, dass sie sogar noch 44 oder x Prozent plus x Prozent bekommt in Rentenniveau, obwohl wir maximal 40% halten können langfristig, das ist unehrlich. Allerdings sagen wir so, es macht ja auch keinen Unterschied mehr. Denn wenn man meiner Generation sagt, ich kriege 44% und wir kriegen nachher 40, gut, dann kann man uns reinlaufen lassen. Machen können wir nichts mehr. Es können nur noch die Jungen was machen. Und wenn man jetzt sich hinstellt und sagt, ja, dann müssen wir die Beiträge erhöhen, und das hast du ja schon gesagt mit 25%, aber 25% ist nur der Beitrag. Inzwischen dürfen wir das gar nicht mehr so messen, weil die Jungen müssen ja auch noch die Steuern für den Bundeszuschuss zahlen. Und wenn man die mit reinrechnet, sind die bei 30. Und jetzt, sorry zu denen, die hier sitzen. Wenn wir diesen jungen Leuten sagen, 30%, meine Generation, dann werden diese jungen Leute, die bei mir teilweise ja auch studieren, sagen, wieso sollen wir eigentlich 30% zahlen? Was habt ihr eigentlich bezahlt? Und dann werden wir, die wir alt sind, sagen, 20. Dann werden die, die hier jung sitzen, sagen, wenn ihr 20% bezahlt habt, ein Fünftel also, warum müssen wir 30% bezahlen? Dann werden wir sagen zu den Jungen, ja, das ist deshalb, weil wir so viele sind. Dann werden die Jungen uns sagen, ja, aber dafür, dass ihr so viele seid, können wir nichts für, oder? Dann werden wir sagen, nee, das könnt ihr nicht. Aber der Punkt ist ja, wir sind ja nicht nur so viele und deshalb müsst ihr 30% zahlen. Ihr müsst 30% zahlen, weil wir so viele sind und weil ihr so wenig seid. Und dann werden die Jungen uns sagen, Moment mal, aber dafür könnt ihr ja was, oder? Dass wir so wenig sind, das hat was mit euch zu tun. So, und das war die Logik der Agenda 2010, die wir damals gestrickt haben. Der Verursacher ist für das, was er verursacht, dran. Wir können doch nicht den Jungen sagen, sie müssen höhere Beiträge zahlen für unsere Renten, wo wir derjenige sind oder diejenige sind, die im Grunde genommen das Problem darstellen und das Problem auch verursacht haben. Der Verursacher ist für das dran, was er verursacht hat. Und deswegen müssen wir denen sagen, okay, wir bleiben dabei, ein Fünftel für euch, ein Fünftel für uns und jederzeit ein Fünftel. Und dann müssen wir es aussitzen. Sorry, das sagen zu müssen. Kann man im Wahlkampf nicht erzählen, ist klar. Kann auch keine FDP erzählen. Aber so wird es kommen. Denn wenn wir das nicht tun, werden die das mit uns tun. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber da gibt es auch viele, die sagen, ja, du hast ja leicht reden, du bist ja Beamter. Ja, das ist ein viel größeres Problem noch. Das ist ein viel, viel größeres Problem. Denn wenn wir uns mal anschauen, was wir in den letzten 10 Jahren da getrieben haben. Wir haben in den letzten 10 Jahren auf Landesebene die Ausgaben für Beamtenpensionen quasi verdoppelt. Ja, wir haben die von ca. 40 auf 80 Milliarden Euro erhöht. 40. Also innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. So, wir haben immer gesagt, das wird eine absolute Katastrophe und die Katastrophe ist nicht eingetreten. Warum nicht? Ja, das ist ganz einfach, weil in den letzten 10 Jahren die Zinsausgaben auf Länderhaushaltsebene um genau diese 40 Milliarden zurückgegangen sind. Das heißt auf gut Deutsch, die Sparer zahlen über den Verzicht auf Zinsen die Beamtenpension. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber danke dafür, denn ich bin ja auch bald dabei. Sieht nicht rosig aus. Nee, bringt aber auch nichts, jetzt einfach zu sagen, wir holen die Beamten in die Rentenversicherung rein. Nee, oder die Selbstständigen oder die Freiberufler. Das ist ja so ein bisschen das Pseudokonzept, was man manchmal so in der öffentlichen Debatte hört. Mhm. Weil das appelliert an ein sehr, sehr verbreitetes Gefühl. Ja, es ist ungerecht, weil es zahlen nicht alle ein und dadurch entsteht das Problem. Man kann darüber diskutieren auf der grünen Wiese, ob man sagt, man macht ein Einheitsaltersvorsorgesystem. Diskutiere ich auch sehr gerne drüber. Muss man vor allem mit den Landesfinanzministern übrigens darüber diskutieren, ja. Weil die müssten dann ja die daraus folgende Gehaltserhöhung der Beamten finanzieren. Wenn wir morgen die Beamten in die Rentenversicherung holen, müssten wir ja mindestens um den Rentenversicherungsbeitragssatz die Beamtenbesoldung erhöhen. Alles andere wäre ja eine Lohnkürzung oder eine Soldkürzung. Das kann, glaube ich, niemand als fair begreifen. So, ich kenne keinen Landesfinanzminister, der sagt, wir machen mal eben 18,6% Ausgabenerhöhung bundesweit. Kann man gerne diskutieren. Nur als Rentenpolitiker interessiert mich die Frage ehrlich gesagt nicht, weil ich will erstmal die große Aufgabe Demografie lösen. Ich finde, wir haben die letzten Jahre doch gelernt,
Wenn wir absehbare Herausforderungen nicht rechtzeitig angehen, dann holt uns das früher oder später ein. Das kann man übrigens auch für die Digitalisierung sagen. Da haben wir über Digitalisierung seit vielen Jahren in Deutschland geredet. Als FDPler wurde man ein bisschen belächelt. Ja, ach, Digital First, Bedenken Second. Was macht ihr denn da für Plakate? Ist auch ein Nebenthema. Plötzlich stellen wir fest, ja, Moment mal, ist eine Frage von Leben und Tod, wenn in Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden. Das muss man so zugespitzt sagen, das ist die Wahrheit. Das heißt, ich finde, wir sollten doch endlich gelernt haben, dass wir absehbare Herausforderungen rechtzeitig angehen. Bei der Rente ist schon sehr spät. Eine Legislaturperiode hätte man aber wenigstens noch zu reagieren, ja, bevor sozusagen das Problem da ist. Aber alle anderen reinzuholen, löst das Problem in der Rentenversicherung nicht, weil die zahlen ja dann auch noch ein paar Jahre ein. Also 2025 fangen die Babyboomer an, in Rente zu gehen. Das heißt, es geht Schritt für Schritt. Das Problem ist übrigens auch nicht nach 10, 15 Jahren vorbei, sondern die Alterspyramide, das Verhältnis bleibt für Jahrzehnte schwierig für die Rentenversicherung. Wenn wir dann noch ein paar Jahre mehr Einzahler reingeholt haben, weil vielleicht kurzfristig ein bisschen Geld in der Kasse, aber dafür ja auch noch mehr Empfänger produziert. Und wenn wir das dann auch noch für alle mit allen Freiberuflern machen würden, wäre völlig wahnsinnig, weil die haben kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme, die sind demografiestabil. Die abzuwickeln wäre das Dümmste, was wir tun können. Deswegen stört mich so ein bisschen, dass diese Debatte in der Rentenpolitik so anhand von Pseudo-Alternativen oder von gar keinen Alternativen läuft. Also wir haben gesagt, lass uns machen wie die Schweden. Wir haben kritisiert die Große Koalition für die Suspendierung des Nachhaltigkeitsfaktors, des Nachholfaktors, zu dem bekennen wir uns alle. Wir haben gesagt, für die Jüngeren bauen wir ein System wie in Schweden auf und das lässt es uns halbwegs bewerkstelligen. Wir zeigen auch die Rechnung, die wir haben machen lassen von Kollegen von dir, Bernd, Professor Martin Werding. Ich glaube, dass das geht. Ich wäre auch bereit, über ein anderes Modell zu diskutieren. Nur wozu ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, dass wir diesen Wahlkampf über die Frage entweder ein Pseudomodell, alle rein würde das Problem lösen, habe ich gerade gesagt, ist eine Milchmädchenrechnung, oder gleich ganz ohne Vorschläge diskutieren. Also die CDU ist wenigstens ehrlich. Die will wie immer nichts. Also da steht im Wahlprogramm eine Seite zur Rentenpolitik und da steht nichts drin. Das sind drei Prüfaufträge. Die SPD hingegen plakatiert auch noch Kanzler für stabile Renten und kann nicht beantworten, wie das gehen soll. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Das ist mir so ein bisschen der Politikmodus der Jahre nach der Agenda 2010. Über die Agenda 2010 kann man in der Sache ja streiten, kann sagen, das war gut, das war schlecht. Aber es war wenigstens ein Politikentwurf, der gesagt hat, ich beantworte heute, was ich tun muss. Und darüber streite ich dann auch, damit es in 10, 15, 20 Jahren funktioniert. Die letzten Jahre, als uns demografisch gut ging, die Kassen voll waren, eigentlich man wunderbare Bedingungen hatte, haben wir eine Politik erlebt, die immer nur bis Ende der Legislaturperiode argumentiert hat. Und Geschenke verteilt hat. Niemals in Jahrzehnten. Immer nur Geschenke verteilt. Dann sogar noch mit der Gießkanne Geschenke gemacht hat, wo mein Gewissen rein ist, weil wir jedes hart bekämpft haben und irgendwo mitgemacht haben. Aber das ist das Problem, in dem wir sind. Ich höre das auch manchmal von Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich über Rentenpolitik mit denen streite und dann so Zahlen referiere, schau doch mal auf die Zahlen. 2030 sind wir schon bei 69 Milliarden Euro Kosten mehr pro Jahr, sagt die Deutsche Rentenversicherung. 2035 sind wir schon bei 80 Milliarden Euro mehr pro Jahr, sagt ein Mitglied der Rentenkommission von Hubertus Heil und so weiter und so fort. Und anstatt dass da eine Erwiderung kommt, höre ich dann manchmal abseits der Mikrofone, Kameras, des Rednerpuls beim Bier, ach, in der Vergangenheit ist auch alles nicht so schlimm gekommen, wie prognostiziert. Ist mir immer gut hier, ja. Geht uns doch gerade gut. Wenn sie die Kassen doch voll. Ja, ist ja eine super Einstellung. Also ungefähr so, als würde ich sagen, fürs Wochenende ist ein Sturm angesagt. Kann ja nicht so schlimm sein. Mittwoch scheint die Sonne. Also das ist ja kein Politikkonzept. Das ist ja nicht vorausschauen. Manchmal höre ich auch, 2035. Wer weiß, was dann ist. Wer weiß, ob wir dann noch im Deutschen Bundestag sind. Ist aber 25. Und das ist mir zu wenig. Immer nur bis Ende der Legislaturperiode zu denken, das ist mir zu wenig. Ja. Und darüber geht's auch, dass wir da den Politikmodus wieder machen. Ja, aber du hast schon recht, es ist 2025, nicht 35. Also wir haben ja früher immer argumentiert, in 10 Jahren. Ja, 2025 geht der geburtenstärkste Jahrgang Deutschlands in Rente. Ja, ich weiß. Das sind die 60er. Ich werde sagen, dann wird das Problem, wächst die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer weiter. Und dann haben wir dieses Plateauproblem. So, das heißt, wir haben ja früher immer gesagt, also wenn man 1990 oder ich habe 1985 angefangen, wenn man 1985 gesagt hat, wir haben da ein Problem, dann war 2020, der hat ja einen Knall, ja, da sind wir jetzt. Und normal, ich hätte ja gerne Unrecht behalten, aber sorry, wir haben Recht behalten. Wir sind in allen Prognosen, waren wir richtig, weil es waren keine Prognosen, wir wussten das doch. Ja, das wussten wir hundertprozentig genau, aber nun müssen wir halt sehen, dass wir 25 in den Griff kriegen. Und 25 heißt in den Griff bekommen, ja, wir müssen mit den Jungen reden, was sie denn zu tolerieren bereit sind.
wahrscheinlich sind die 20 wirklich absolut sakrosankt. Denn wir brauchen ja auch in der Pflege, wir brauchen auch in Kranken. Und die 40 zu halten, wird ganz, 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 ganz schwer. Aber was ist mit qualifizierter Einwanderung? Die brauchen wir, aber wir brauchen vor allen Dingen natürlich die Abkehr davon, dass wir qualifizierte Auswanderung haben. Wir haben ja natürlich ganz, ganz viele Menschen, die wir hier ausbilden, und zwar zu Lasten von einem Maurergesellen, der seine Steuern zahlt, werden hier Leute ausgebildet und dann wird in der Schweiz oder, ich meine, nochmal, in Bergen, das weißt du selber, das Universitätsklinikum, zu ein Drittel sind das deutschsprachige Ärzte da. Ja? Die haben wir alle teuer ausgebildet und nach oben exportiert. Also wir brauchen eher, sagen wir mal, die Logik, dass wir qualifizierte Zuwanderung natürlich oder schreiben, aber die qualifizierte Abwanderung müssen wir verhindern. Das ist eine ganz, ganz, ja, beides ist ja klar. Also, absolut. Ich kenne keine einzige Rechnung. Keine einzige Rechnung, die ohne erheblich mehr qualifizierte Einwanderung auf den Arbeitsmarkt global funktioniert. Ich kenne auch keine Rechnung fürs Rentensystem, die dauerhaft für die Jüngeren nur mit mehr qualifizierter Einwanderung funktioniert. Deswegen müssen wir beide Elemente zusammenbringen. Die Rentenreform, über die wir gerade geredet haben, Aktienrente, unqualifizierte Einwanderung, aber ohne wird es nicht gehen. Alleine schon deshalb übrigens, weil zur hochqualifizierten Abwanderung hast du Richtiges gesagt. Trotzdem hatten wir auch Fachkräfteeinwanderung in den letzten Jahren. Und zwar im Rahmen der europäischen Freizügigkeit. Ja. Viele wissen das nicht. Ich war beruflich, bevor ich jetzt wieder in den Bundestag gewählt wurde, war ich ein paar Jahre Führungskraft bei der Bundesagentur für Arbeit. Habe mich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Einwanderung, Strategien entwickelt. Haben wir uns angeschaut, wie machen andere Arbeitsverwaltungen das? Was läuft in Neuseeland, in Kanada gut bei der Einwanderung? Was machen die gut? Und da haben wir natürlich auch tief in die Zahlen geschaut, was viele nicht wissen. Selbst, weil ja immer die Themen durcheinander gebracht werden. Humanitäre Fragen, Asyl, Flüchtlinge und qualifizierte Einwanderung. Erster Schritt wäre, wir trennen diese Themen. Weil das sind unterschiedliche Parameter und unterschiedliche Fragen. Was viele nicht wissen, selbst auf dem Jahr, wo wir am meisten humanitäre Migration hatten, 2015, egal wie man dazu steht, egal was man findet, was da gut oder schlecht gelaufen ist, gleichzeitig hatten wir mehr Einwanderung auf dem Arbeitsmarkt. Es gab 2015 mehr Einwanderung auf den Arbeitsmarkt, als Flüchtlinge gekommen sind, innereuropäisch, im Rahmen der europäischen Freizügigkeit. Das Problem ist, wenn bei uns die Babyboomer in Rente gehen, altert Europa insgesamt. Es gibt ein paar Länder, die es ein bisschen besser machen als wir, was Geburtenraten angeht, Frankreich etc., aber insgesamt ist Europa ein alternder Kontinent. Und zu glauben, dass dann das noch funktioniert, dass einfach durch die Freizügigkeit im Binnenmarkt in der Europäischen Union dann noch so viele Menschen kommen wie in der Vergangenheit, halte ich für eine verwegene Rechnung. Das heißt, alleine schon, um das derzeitige Niveau zu halten, haben wir noch nicht über mehr geredet, müssen wir besser werden im globalen Wettbewerb um Talente. Und da gibt es Dinge, die werden wir nicht ändern können. Also ich ahne, andere Länder werden immer es leichter haben mit der Sprachbarriere. Also wir sprechen nun mal Deutsch und nicht die Weltsprache Englisch. Und wenn Fachkräfte global migrieren, sich Pflegekräfte oder IT-Fachkräfte überlegen, wo gehen die hin, sprechen die tendenziell eher Englisch. Das heißt, das ist eine Hürde. Da wäre es doch gut, wenn wir wenigstens die Dinge, die wir beeinflussen können, hier besser und attraktiver machen. Also warum haben wir die höchsten Steuer- und Abgabenquote nach Belgien von allen Industrieländern? Warum haben wir so ein katastrophal schlecht funktionierendes Einwanderungsrecht und Einwanderungsgesetzbuch, wenn ein Punktesystem in Kanada und Neuseeland so gut funktioniert? Warum haben wir das nicht? Die Große Koalition hat ein sogenanntes Fachkräfte-Einwanderungsgesetz gemacht und können bis heute sagen, ob eine zusätzliche Fachkraft dadurch zusätzlich nach Deutschland gekommen ist. Nicht eine. Es gibt nicht einen Fall, den Sie nachweisen können, der dadurch mehr nach Deutschland kommen ist. Sie sagen wegen Corona. Ich ahne es nicht nur an Corona. Denn jeder Migrationsforscher hat schon im Blick auf das Gesetz gesagt, na, der große Wurf, den wir brauchen, ist es nicht. Ich habe das im Bundestag gesagt, da winkte mich Horst Seehofer zu sich. Herr Vogel, haben Sie ja vielleicht recht mit der Kritik. Aber immerhin erkennen wir als CSU jetzt an, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Aber ein bisschen schneller müssen wir schon werden mit den Erkenntnissen, Leute, sonst wird es nichts. Und deswegen ist auch da was zu tun. Also da müssen wir Anreize setzen, dass mehr Leute kommen. Also unser Sohn, der macht sich große Sorgen, was... Der Erstgeborene ist immer geizig mit dem Geld und was von seinem Gehalt übrig bleibt und. Und wenn er als Arzt nach Holland geht, da hat er die ersten 5 Jahre, glaube ich, einen ermäßigten Einkommensteuersatz. Das finde ich ganz cool. Also ja, das auch sowas mal denken. Ja, ja. Macht jetzt einen amerikanischen Abschluss, weil er sich alles offen halten will. Aber das ist doch schade. Total. Wir müssen die doch irgendwie motivieren, hier zu bleiben. Aber total, hier zu bleiben und mehr zu kommen. Wenn ich mit Start-up-Unternehmern hoch erfolgreichen, die haben wir ja auch, müssen wir insgesamt noch besser werden, aber haben wir ja sehr erfolgreich darüber reden, dann sagen die mir als erstes, ich brauche IT-Fachkräfte.
Und das Zweite, was die sagen, ich würde die gerne anreizen können durch Anteile an meinem Unternehmen. Mitarbeiterkapitalbeteiligung machen wir aber katastrophal schwierig in Deutschland. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, da könntest du auch was machen. Also über steuerliche Anreize kann es gehen. Es kann darum gehen, dass wir Leute zu Anteilseignern, dass wir das Anteilseignertum von Unternehmen leichter machen. Dann können Unternehmen mit dem so ein Lockungspotenzial Fachkräfte anwerben. Also gibt es einen breiten Garten an Vorschlägen. Die liegen auch alle auf dem Tisch. Es fehlt nur der politische Wille zu sagen, das Thema nehmen wir uns mal wirklich vor. Wie siehst du das in Zukunft mit einem Parlament von über 800 Abgeordneten, wenn es schlecht läuft? Also das wird nicht helfen, aber da geht es nicht um das konkrete Thema, sondern da fasse ich mir an den Kopf. Also das auch direkt mal, um das hier zu sagen, weil ich wirklich wir laufen auf eine Konstellation zu, wo man ja nur noch erwarten kann, wie schlimm es wird mit der Größe des Parlaments. Ich werde mich schämen, aber mein Gewissen ist rein. Weil wir haben wirklich mehrfach, wir haben sogar einen konkreten Gesetzentwurf gemacht und haben uns zusammengerauft zwischen drei Parteien, die wahrlich an vielen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Also FDP, Grüne und Linkspartei. An vielen Fragen geht gar nicht weiter die Unterschiede, zum Beispiel zwischen uns und Linkspartei. Wir haben einen gemeinsamen Wahlrechtsvorschlag gemacht, der den Bundestag effektiv verkleinert hätte, die Grundlagen unseres Wahlrechts erhalten hätte, also die Grundlagen unserer Demokratie. Nicht plötzlich ein britisches System, sondern wir haben eben ein System seit 1949, wo man zum Beispiel Parteien wählt, das hätten wir erhalten und alle Parteien hätten auf Sitze verzichtet. Auch wir. Also man konnte ja ausrechnen, wie dieser Gesetzentwurf sich ausgewirkt hätte beim letzten Bundestagswahlergebnis. Alle Fraktionen wären proportional kleiner geworden. Und ich sage ganz ehrlich, das ist nicht so einfach in so einer Fraktion, wenn sie das dann durchbringen müssen und Kollegen aus dem kleinen Landesverband sagen, ja, okay, ich stimme jetzt hier dem Gesetzentwurf zu. Das heißt aber, wenn wir so abschneiden wie letztes Mal, bin ich nicht mehr da. Das müssen sie erstmal durchbringen. Da ist den Menschen halt Jacke näher als Hose. So sind die Menschen. Das hat unser großartiger Stefan Ruppert, toller Ex-Kollege von mir, der jetzt rausgegangen ist, Stichwort Zickzack-Biografien, jetzt bei B. Braun im Vorstand ist, ganz kluger Kollege, hat das durchgebracht und in anderen Fraktionen genauso. Und die Große Koalition hat es abgelehnt. Genauer muss man sagen, weil die CDU es abgelehnt hat, die Union es abgelehnt hat. Noch genauer muss man sagen, weil die CSU es auf keinen Fall wollte. Weil die CSU sich nicht in der Lage sah, auch nur einem einzigen Kollegen oder einer einzigen Kollegin zu erklären, dass ihr Wahlkreis sich verändert. Dass sie möglicherweise sich in einer demokratischen Wahl gegenüber einer Kollegin oder einem Kollegen durchsetzen müssen und es nicht einfach als Erbhof behalten können. Wenn wir die Reformkraft nicht ausbringen, da muss ich sagen, ist fassungslos. Also wenn der Bundestag so groß wird, muss man sagen, danke Markus Söder, aber nächste Legislaturperiode muss diese Reform her, weil also welche Reform wollen wir das Land denn hinkriegen, wenn wir es nicht mal schaffen, ein Wahlrecht zu schaffen, was sicherstellt, dass unser Land, unser Parlament nicht ungefähr so groß ist wie der chinesische Volkskongress. Die Gefahr besteht. Also das ist, ich schäme mich. Und ich mittendrin. Ja, du bist mal. Das ist der einzige, dann würde es tatsächlich darauf hinauslaufen. Dass du dabei bist. Oh Gott. Das schauen wir mal. Ja. No. Zurück zur Rente. Was machen wir? Ja gut, nochmal. Ehrlichkeit ist eigentlich das Einzige, was man wirklich ausspielen soll. Aber und die Ehrlichkeit für die Jungen sind relativ einfach. Das ist die Aktienrente und die würde ich unterstützen. Ich bin immer schwierig, also mit Staatsfonds. Ich habe ehrlich gesagt immer meine Probleme damit gehabt. Und nochmal, ich bin ja der Einzige, der tatsächlich sozusagen da über gewisse Erfahrungen auch verfügt, weil ich war seit 30 Jahren immer einen Monat in Norwegen und habe da meine Professur immer gehabt und habe auch an der NHH an den entsprechenden Outlinings des norwegischen Generationenfonds mitgearbeitet. Und die erste Veranstaltung, die ich in Deutschland gemacht habe, war mit Sigmar Johnsen, das war der Finanzminister damals, der den Generationenfonds gemacht hat, und Larry Kotlikoff, der die 401ks in den USA begründet hat. Und insofern wissen wir natürlich aus den Erfahrungen von vor 30 Jahren in etwa, wie das läuft. Der norwegische Generationenfonds ist tatsächlich eine Sache, die sehr gut funktioniert, aber, und das muss man ganz klar sehen, der Schutzmechanismus davor, dass ein politischer Zugriff stattfindet, ist in Norwegen ganz einfach. Heißt, dass die Budgets immer Überschüsse machen. Und wenn man immer Überschüsse macht, ist die Begehrlichkeit der Politik auf einen Fonds natürlich relativ gedämpft. So, ich glaube dir natürlich, dass der Aktienfonds geschützt wird. Und ich glaube auch nicht, dass du reingreifst in die Kasse. Aber wer sagt mir, was da passiert, wenn in 4 oder 8 oder 16 oder wie auch immer Jahren, denn nochmal, der Fonds
ist ausgereift, nicht nach 4 oder 8 Jahren. Ein Fonds ist ausgereift nach 30 Jahren. Ist für jeden, der nicht über 30 Jahre investiert, ist der Aktienfonds witzlos, weil ich brauche die Langfristigkeit, sonst komme ich nicht zurecht. Das heißt, für die meisten, die hier sitzen, ist die Sache sowieso erledigt, sind die jung. So, und diese 30 Jahre den Staatsfonds zu halten, ohne politischen Zugriff, also eins weiß ich genau, wenn Rot-Rot-Grün jetzt käme, ist der Pflegefonds, den Gröhe gemacht hat, futsch. Ja, davon hat die Der wäre jetzt schon wieder futsch. Und auch da sind die Erfahrungen in Deutschland schlecht. Ich kenne das doch. Wir haben einen Fonds gehabt für die Postbeamten. Da wollten wir die Beamtenpensionen rausfinanzieren. Wo ist der Fonds? Na, ganz einfach. Das war die Abwrackprämie, die wir nur 2008 für die Ersetzung dieser abbaut. Das ist alles weg, das Geld. Ja? Wo ist der Versorgungsfonds für mich als Beamter? Nehmen wir beispielsweise den rheinland-pfälzischen Versorgungsfonds für die Beamten. Da haben wir ja immer auf Lohn verzichtet. Und der Fonds wurde, ja, und was steht da drin in dem Fonds in Rheinland-Pfalz? Naja, das ist ganz einfach. Der Fonds besteht zu 100% aus rheinland-pfälzischen Landesschuldverschreibungen. Ja? Das ist doch kein Fonds. Der norwegische Generationenfonds verbietet die Anlage in Staatsobligationen, verbietet sie vollständig. Ich darf nicht eine Obligation aus Norwegen in diesen Fonds einführen. Das haben wir damals gemacht. Warum? Ja, weil sonst mache ich das so einfach als Politiker ganz einfach. Ich sage einfach, ich führe Geld rein in den Fonds, dann hole ich mir das Geld zurück und lege einen Zettel rein. Ich habe mir das Geld geborgt. Ja? Das ist doch der Weg, den Beck da in Rheinland-Pfalz gefahren ist. Und das ist ein sicherer Fonds. Das ist doch kein sicherer Fonds. So, nehmen wir den. Willst du noch mehr Beispiele? Nee, ich kenne die Beispiele. Also, ich darf dir vielleicht sagen, was wir uns dabei gedacht haben. Ja. Es gibt, glaube ich, zwei Ebenen. Erstens, wie gestalten wir den Fonds aus? Und zweitens, warum machen wir das Ganze überhaupt? Warum überhaupt ein öffentlicher Non-Profit-Fonds im öffentlichen Auftrag? So ist ja die korrekte Formulierung. Wären die Politik, die Stabilisierungspolitik aus den 2000er Jahren, die du wissenschaftlich begleitet hast, die gerade die SPD und Grüne zu verantworten hatten damals, mit Unterstützung der damaligen Opposition, CDU, FDP, wäre das weitergelaufen, wäre vieles gut. Aber das ist eben nicht so. Als ich die Aktienrente vorgeschlagen habe, da gab es medial gab positives Echo. Und in einem Artikel wurde ein gewisser Professor Raffelhüsch zitiert. Und er sagte auch, super Idee der FDP, ich paraphrasiere mal, hätte man eigentlich schon vor 30 Jahren machen müssen. So, da fragte mich der Journalist, ja, Herr Vogel, was sagen Sie zu dieser Kritik? Ich so, ja gut, also vor 30 Jahren war ich in der Grundschule, da habe ich halt noch keine Vorschläge machen können. Aber er hat natürlich recht, wäre besser, wir hätten früher begonnen. Wäre besser, wir hätten aus den 2000er Jahren das durchgehalten. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Und fahrtabhängig muss ich damit umgehen. Klar. Und mein Gefühl ist, meine Überzeugung ist, wenn ich mich nur hinstelle, freue mich auch über tolle Umfragen der FDP, aber wenn es super läuft, haben wir 13, 14, 15% bei dieser Wahl. Das ist nicht 50. Aber das ist noch ein Weg hin. Und wenn ich mich dann hinstelle und sage, so lange bewegt sich nichts, bis es 100% kommt, wie ich es mir bisher immer schon vorgestellt habe, dann weiß ich, was nicht passiert, der Wandel. Also Fortschritt aus der Mitte heraus entsteht nach meiner Überzeugung in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft, nur wenn alle ein bisschen Denkschablonen hinter sich lassen und bereit sind, einen Schritt nach vorne zu machen. Und ein Argument der politischen Linken nehme ich ernst. Ja. Ich muss es nicht teilen, aber ich nehme es ernst, dass die sagen, wenn mehr Kapitaldeckung in der Rente immer heißt, es ist die Privatisierung der Rente. Das heißt, die gesetzliche Rente wird insgesamt immer kleiner und dann müssen die Leute eben privat vorsorgen. Ganz viele können das. Müssen auch bei der privaten Vorsorge viel besser machen, viel aktienorientierter. 401k schlagen wir konkret vor, nennen wir Altersvorsorgedepot. Kann man ganz viel besser machen. Aber trotzdem, wenn diese Gleichsetzung ist, dann gibt es eben sehr viele in Deutschland, die sagen, das will ich nicht. Das möchte ich nicht, weil dann habe ich nicht die Finanzierung über Arbeitnehmer-, Arbeitgeberbeiträge, egal wie, ob das eine politische oder ökonomisch sinnvolle Setzung ist. Das ist für manche ein Faktor. Dann habe ich nicht die Konstellation, dass Geringverdiener davon profitieren in Phasen, wo sie vielleicht über die gesetzlichen Rente gar nichts einsparen können. Das heißt, wenn ich das ernst nehme und dann sage, wenn ich in allen Punkten immer recht behalten will, bewegt sich nichts, muss ich sagen, da haben wir als Liberale gesagt, okay, dann machen wir einen Schritt nach vorne und lassen unsere Denkschablonen hinter uns und öffnen uns für diesen Staatsfonds, weil ich dann die gesetzliche Rente stärke. Ich durchbreche die Gleichsetzung, die es nur in Deutschland gibt. Umlage gleich gesetzliche Rente. Gesetzliche Rente gleich Umlage. Und uns ist eben aufgefallen, die Schweden machen das zum Beispiel anders. Die machen auch in der gesetzlichen Rente, bauen die eben Kapitaldeckung auf über diese Fonds. Deswegen ja übrigens auch 100% aktienbasiert, weil man eben nicht Staatsfinanzierung darüber betreiben soll. Und das ist mein Angebot, das ist unser Angebot als FDP. Die weiß, alleine hat sie nicht die Mehrheit.
Dafür muss dann bitte die politische Linke ihre sehr deutsche, völlig irre Aktienaversion hinter sich lassen. Das ist ja ein bisschen das Problem. In Deutschland, wenn ich Veranstaltungen zu dem Thema mache, gibt es immer jemanden, der sich meldet, weiß nicht, ob jemand hier ist, der sagt, Manfred Krug hat mich Geld gekostet. Telekom-Anzeige. Oder es meldet sich jemand, der sagt, aber 2008 den Aktiencrash habe ich miterlebt. 2001 den Aktiencrash. Ich treffe auch Leute, die sagen, ich habe den Aktiencrash 87 miterlebt. 29 kennen sie nur aus Erzählungen in der Familie. Aber in die deutsche, das deutsche Bewusstsein hat sich das sehr eingebrannt. Und Aktien sind natürlich riskant kurzfristig. Aktien sind aber eine super Idee langfristig. Dann sind die Risiken klein und die Renditen hoch. Das ist ja der Grund, warum ganz viele Länder in der Altersvorsorge Aktien viel stärker nutzen als wir. Ja, nicht nur Schweden, sondern Norwegen, die Schweiz, Niederlande etc. Weil was ist das Wesen von Altersvorsorge? Langfristigkeit. Sind Aktien da besonders gut geeignet? In Deutschland ist das Teufelszeug für ganz viele. Also dieselben politischen Linken, die mir sagen, Aktien machen die Reichen immer reicher, geht so nicht. Ich dann sage, ja, dann lass uns mal einen Weg finden, wie davon alle profitieren können. Um Gottes Willen, sicherer Weg in die Altersarmut. Also da muss die andere Seite sich bewegen, sonst kommen wir nicht voran. So, und deswegen waren wir bereit, das zu machen. Jetzt zu deinen konkreten Sorgen. Der Schutz. Darüber haben wir natürlich nachgedacht. Ja. So, es gibt ja eine doppelte Gefahr. Es gibt die eine Gefahr, dass die Frage ist, wer legt das an? Wird das mit anderen politischen Zielen überfrachtet? Mhm. Und die zweite Gefahr ist, greift die Politik da rein. Genau. Und was wir uns überlegt haben, sind drei Sicherungsmechanismen, drei Schutzlinien davor. Kann ich garantieren, gibt es irgendwas Perfektes auf der Welt? Nein. Aber ich glaube, es ist so sicher konstruiert, wie man es nur machen kann. Und es gibt ja zwei Länder, wo es auch funktioniert, Norwegen und Schweden. Schweden vergleichbarer, weil die keine Öleinnahmen haben, sondern nur Altersvorsorge nutzen, wo das auch jetzt zumindest 20 Jahre gut funktioniert. Folgendes haben wir uns überlegt. Erstens, unabhängiges Team von Profis. Also da geht es um die Frage, kann die Politik das mit Zielen überfrachten? Nur ein Ziel, Eigentumsaufbau für die Altersvorsorge, global angelegt, keine Staatsfinanzierung. Team von Profis wie in Schweden, ich habe die selber getroffen, tolle Leute, kommen aus der Privatwirtschaft, haben das dann als Auftrag. Wir treffen den einen. Du kennst den, kennst die auch alle, weiß ich. In Stockholm da mehrere Tage verbracht, haben uns das alles angeschaut. Keine Fachaufsicht, nicht durch Hubertus Heil, auch nicht durch einen liberalen Arbeits- und Sozialminister oder irgendwen, nicht durch die deutsche Rentenversicherung, sondern keine Fachaufsicht, unabhängig konstruiert. Rechtsaufsicht, weil irgendjemand muss gucken, läuft da alles mit nach rechten Dingen, nach Recht und Gesetz, durch die Bundesbank. Unabhängiger geht es, glaube ich, in Deutschland nicht. Zweitens, Konstruktion mit Opt-out. Man kann 2%, wenn man nichts macht, 2% Staatsfonds, mal salopp. Man kann aber auch 2% ein anderes Produkt nehmen, ein privates Angebot. Die sind vielleicht dann ein bisschen teurer bei den Verwaltungskosten, aber vielleicht legen die auch gut an. Der Vorteil ist, wir haben Wettbewerb im System, sagt mir der Chef des schwedischen Staatsfonds auch, ist doch super. Er ist stolz darauf, 3/4 der Schweden bleiben bei ihm. Aber dass es auch 1/4 private Anbieter gibt, sorgt dafür, dass sein Team nicht nachlässig wird bei der Anlagepolitik. Und wenn die Politik auf die Idee käme, deren Anlagepolitik mit per Gesetzesänderung noch mit weiteren Zielen zu überfrachten, ja, dann würden deren Anlagen ja immer schlechter werden. Dann würden mehr Menschen in die privaten Alternativen gehen. Das heißt, man hat so eine immanente Absicherung im System. Und wenn du das einmal aufgebaut hast, 10, 15 Jahre, ja, kann die Politik ja auch bei dem Staatsfonds schwieriger ran, weil dann Leute sagen, Moment mal, Gleichbehandlungsgrundsatz. Was ist denn mit denen, die rausoptiert waren und die sind davon jetzt nicht betroffen oder angegriffen, so geht es nicht, er würde ganz schnell geklagt. So, und das Dritte ist die Frage, kann die Politik da reingreifen? Das wäre natürlich fatal, das darf auf keinen Fall passieren. Gott sei Dank haben wir das Grundgesetz mit seinem Eigentumsschutz und deswegen ist es bewusst so konstruiert, wie es konstruiert ist. Wir sind unter Experten, wenn ich jetzt mich zu sehr in Details verliere, stoppen Sie mich, aber er hat gefragt, nämlich wir machen keinen kollektiven Staatsfonds. Sondern wir machen individuelle Ansprüche. So wenn Sie, wie wenn Sie privat einen Aktienfonds kaufen, dann wissen Sie auch auf den Euro genau, was sind Ihre Anteile an diesem Aktienfonds. Selbst wenn Ihre Bank pleite geht, wo Sie das Depot halten, ist das übrigens Sondervermögen. Das ist nicht von der Bankpleite betroffen. Das ist geschützt durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Und genauso wäre es hier auch. 2% legt man jedes Jahr an in der gesetzlichen Aktienrente. Jedes Jahr bekäme man auf den Cent genau seinen Anteil an diesem Fonds ausgewiesen und das ist sein eigenes Eigentum, individuelles Eigentum. Kein Kollektivfonds, den die Politik verwaltet, sondern ihr Eigentum. Wenn da eine rot-grün-rote Bundesregierung irgendwann rein will, dann marschieren wir alle gemeinsam nach Karlsruhe. Und auf die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes und unseren Rechtsstaat habe ich noch Vertrauen. Wenn der irgendwann bröckelt, dann haben wir eh andere Probleme als die Rentenpolitik. Und ich deswegen glaube, es ist so sicher konstruiert, wie man es nur konstruieren
kann, hundertprozentige Garantie gibt es im Leben. Also sicher, die individuelle Kontenführung schützt. Genau, das ist das Zentrale. Das ist das absolut zentrale Element, weil ich dann gucke, was habe ich da. Die Frage ist allerdings, ob die individualisierte Kontenführung so ist wie bei dem amerikanischen System und ich wirklich sehen kann, was für Einzelwerte dahinter stecken, etc. Oder ob ich eben halt Möglichkeiten habe, das zu beleihen. Mhm. Das wirst du jetzt nicht wissen, das ist auch viel älter als das. Es gab schon mal einen Rentenfonds in Deutschland, der bei der Bundesbank hinterlegt war und deshalb sicher war. Damals hieß die Bundesbank Reichsbank. Mhm. Und die Plünderung dieses Fonds hieß MEFO-Wechsel durch Hjalmar Schacht in den 30er Jahren. Habe ich sogar mal gelesen. Genau. Ja. So, das war einer, der nachher natürlich abtrünnig war, aber damals funktionierte. Also es geht, auch da bei der Bundesbank, so hundertprozentig sicher ist nicht, aber dennoch, es ist natürlich, was die individuelle Kontoführung angeht, deutlich besser als das andere. Und die Opting-out-Lösung ist natürlich ein Schutzmechanismus, weil ich dann immer die Alternative habe. Und wenn ich als derjenige, der Gelackmeier bin, der bei der Bundesbank war, und du warst bei einem eigenen Konto und ich behalte es nicht, während du behältst es, dann ist natürlich genau das. Ja. Genau. So. Und was die Experten bei der Kapitalhinterlegung angeht, da haben wir in Norwegen tatsächlich einen völlig anderen Weg gewählt. Also wir haben 12 Menschen im Finanzministerium, die den größten Fonds dieser Welt, die größte Kapitaldeckung der Menschheitsgeschichte verwalten. 12 Leute, einer von hat bei mir promoviert, die gar keine Ahnung haben. Ja? Die sind völlig ahnungslos. Warum? Index. Weil sie einfach nach Alphabet, nach Zufallsprinzip kaufen. Eben nicht fachmännisch kaufen. Ich habe das auch mein Leben lang so gemacht. Ich habe Aktien nach Alphabet gekauft. Ja? Alle haben mich für blöd gehalten. Der größte Fonds der Welt macht es genauso, weil wir waren damals natürlich involviert, genau in dieser Sache. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr froh, dass ich hier in diesem Raum der Einzige bin, der in dem Fonds sitzt und nicht in dem anderen. Denn die also Norweger teilen den Fonds nicht mit den Europäern und sie werden nie im Leben in die europäische Gemeinschaft gehen, weil sie wissen, dass sie dann teilen müssten. Und diese Gefahr sehen die sehr gut. Also, jetzt sind wir aber bis en detail informiert. Du hast gefragt. Super. Ja, aber jetzt sollte auch mal die anderen nochmal fragen. Ja, genau. Aber jetzt würde ich gerne das Plenum öffnen für Fragen. Wer eine Frage hat, Linda kommt mit dem Mikrofon. Ich bin mir sicher, bei einigen brennt's oder zum Thema. Hat jemand eine? Hier vorne ist Icebreakers. Ja, ich glaube, ich kann ohne Mikrofon sprechen. Ja, aber wir nehmen auf. Es gibt ja einen Livestream, dann genau. Werden Sie auch gehört. Ja, ich glaube, man versteht mich auch in der letzten Ecke. Was halten Sie davon, wenn, ich habe es jetzt in der FAZ mal gelesen, dass in Japan die Maschinen, die Computer verrentet werden und sozialversicherungspflichtig werden, ob man da nicht ein klein wenig auch die veränderte Bevölkerungsstruktur durch solche Möglichkeiten aufpeppen könnte, die Beiträge. Das ist ja was wie eine Anlage, Vermögenssteuer, oder? Ja, nein, dass die Leistungen, die diese Computer, die früher von Menschen erbracht wurden, oder Maschinen überhaupt, dass die sozialversicherungspflichtig werden. Das war mal vor 25, 30 Jahren eine Idee. Und so eine Art Maschinensteuer oder Maschinenbeitrag. Ja, das nennen wir es Sozialbeitrag. Ja, das stimmt. Das Problem ist, dass sie damit die technische Innovation verteuern im globalen Wettbewerb. Also in der Vergangenheit hat man sich immer dagegen entschieden. Wir hatten ja zum Beispiel, ich mache mal die Diskussion um die Industrieroboter. Die Diskussion war in den 70er, 80ern sehr groß. Wir haben auch gedacht, müsste man nicht Maschinensteuer machen, kann man auch Verbeitragung, würde systematisch dasselbe bewirken. Und weil sonst ein Ungleichgewicht entsteht. Man hat sich damals dagegen entschieden, weil man sagt, naja, wir wollen die Innovation aber auch günstig haben. War, glaube ich, klug, dass man das so gemacht hat. Kein Land hat so stark auf Industrieroboter gesetzt wie Deutschland. Und in den Regionen, wo wir das tun, ist übrigens die Industriearbeiterquote besonders hoch. Ich kenne das, ich habe die eigene Region im Sauerland, mein Wahlkreis, da ist auch 50% Industriearbeiterquote. In den Fabriken sind überall Industrieroboter, das ist Hightech, was Sie da sehen. Dadurch haben die aber die Industrialisierung dort gehalten.
Das hat natürlich jetzt andere Bedingungen, also es löst andere Notwendigkeiten aus, nämlich in Qualifikation zu investieren, weil natürlich die Tätigkeit der Beschäftigten in der Fabrik dadurch zu komplexen Maschinenbedienern werden, ne? Also haben Qualifikationsbedarfe. Aber die Beschäftigtenzahl in den Regionen, die das gemacht haben, im Industriesektor ist nicht zurückgegangen, weil wir insgesamt wettbewerbsfähiger waren, produktiver im globalen Wettbewerb. Und das ist immer die Gefahr, wenn Sie die technische Innovation verteuern und dadurch verteuern Sie sie auch, ist die Gefahr, dass sie das auch das auslösen. Und deshalb würde ich sagen, im Trade-off, in der Abwägung eher nicht machen. Insgesamt ist ja heute schon so, ich habe es beschrieben, dass aus dem Steuertopf heute ja schon die Rente gestützt werden muss. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das so stabil halten, dass uns das nicht alle Finanzen sprengt. Auch die Umstellungskosten zu einer gesetzlichen Aktienrente hätten wir temporäre Umstellungskosten. Das würde ich mir jetzt, führt jetzt zu weit, das zu erklären, es sei denn, Sie wollen. Die wollen wir aus Steuermitteln finanzieren. Zu all dem tragen ja auch Körperschaftssteuer, also all die Unternehmenssteuern mit bei. Wir haben schon eine Mischfinanzierung, die aber noch stärker zu Lasten sozusagen oder zu einer Belastung der technischen Innovation zu verlagern, da hätte ich Sorgen, was unsere globale Wettbewerbsfähigkeit angeht. Haben wir noch eine weitere Frage? Ja, Christa. Linda kommt. Mikro kommt. Hallo. Ja, nach meiner Kenntnis hat doch die Rentenversicherung auch sehr viele versicherungsfremde Leistungen aufgebürdet bekommen. Das heißt, so ein bisschen die Ausgabeseite auch mal betrachten und zu sehen, also was die Rentenversicherung alles in politischem Auftrag sozusagen tut und bezahlt. Kann man das subsumieren und müsste man da nicht auch mal ansetzen? Also da ist für mich ein großes Potenzial sichtbar, meines Erachtens. Ja, es ist etwas, also wer das misst, ist er hier. Implizite Verschuldungsbetrachtung. Kann er gleich näher ausführen. Ich mache erstmal die politische Bewertung. Erste Aussage, Sie haben völlig recht. Versicherungsfremde Leistungen aus der Beitragskasse halte ich für einen ordnungspolitischen Sündenfall. Es geht nicht. Versicherungsfremde Leistung kann man machen. Ich mache mal ein Beispiel. Was ist eine versicherungsfremde Leistung? Wenn Sie ein Kind bekommen in Deutschland, werden Ihnen 3 Beitragsjahre eines Durchschnittsverdieners an Beiträgen gutgeschrieben, entweder der Mutter oder dem Vater, in den meisten Fällen der Mutter, weil man sagt, für 3 Jahre haben Sie eingeschränkte Erwerbstätigkeit trotz aller guten Kinderbetreuung und das kriegen Sie reingezahlt. Das ist natürlich keine Leistung, für die irgendjemand Beiträge erbracht hat. Im Umlagesystem sind Beiträge eh nicht zur Ansparung, aber trotzdem muss es im Gleichgewicht sein. Das ist eine versicherungsfremde Leistung. Die ich gerade zitiert habe zum Beispiel, muss man aber fairerweise sagen, wird voll aus Steuermitteln bezahlt. Also es ist nicht so, dass alle versicherungsfremden Leistungen in der Rente heute einfach da rausgenommen würden, sondern Bernd Raffelschen kennt die Zahlen besser. Ich würde jetzt mal schätzen, mein Eindruck wäre so 70% der versicherungsfremden Leistungen sind durch Teile dieses Steuerzuschusses gedeckt. Plus, minus. Nagel mich nicht auf die Zahl fest, müsste ich nachgucken, vielleicht weiß er sie aus dem Kopf. Heißt aber auch, es gibt einen Teil, wo es nicht der Fall ist. Und in den letzten Jahren ist der eher zugenommen. Also die häufig diskutierte Mütterrente zum Beispiel, da kann man drüber streiten, ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber eins haben wir gesagt, in jedem Falle müsste sie vollständig aus Steuermitteln ausgeglichen werden, denn sie ist eindeutig eine versicherungsfremde Leistung. Die Große Koalition, eine der vielen rentenpolitischen Sündenfälle der letzten Jahre, war, dass die Große Koalition das nicht vollständig gemacht hat. Und das ist ein Problem. Das alleine löst uns nicht die Demografie. Also wenn wir das alles voll aus Steuermitteln hätten, hätten wir das Problem trotzdem nicht gelöst, aber es würde ein bisschen entspannen und es wäre absolut richtig, das zu tun. Unser Vorschlag war, dass wir eigentlich, und das ist dann der Ball rübergeworfen zur sozusagen einer ehrlichen Verschuldungsbetrachtung, dass wir eigentlich so eine Art Schuldenbremse 2.0 brauchen. Dann haben wir die Schuldenbremse im Grundgesetz. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Ausweitung von nicht durch Steuermitteln gedeckten versicherungsfremden Leistungen in den Sozialkassen zugenommen hat, politisch, seit wir die Schuldenbremse haben. Deswegen ein willkommener Weg, da so einen Bypass zu finden. Ne? Man kann irgendwelche Wahlgeschenke verteilen, das wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Und das müssen wir ändern. Unser Vorschlag dafür nennt sich Schuldenbremse 2.0. Also, dass wir mindestens uns da mal ehrlich machen. Aber ehrliche Betrachtung der Verschuldungsbilanz, dafür haben wir hier den größten Experten. Sowieso am Tisch sitzt. Ja gut, lassen wir erstmal zu den versicherungsfremden Leistungen. Der größte Punkt ist gar nicht die Mütterrente. Der größte Posten der versicherungsfremden Leistungen sind die Vorruhestandsregelungen gewesen. Und die haben wir natürlich im Bestand noch unglaublich. Also das vergisst man sehr schnell. Aber wenn ich einen Fehler mache, ist dieser Fehler 30 bis 40 Jahre da. Ja, so, die Vorruhestandsregelungen waren früher im Grunde genommen eine Einigung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf Kosten der Rentenversicherung vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Dann haben wir Nahles gehabt mit ihrer Rente mit 63. Das sind riesen Posten. Denn nochmal, einer, der vorzeitig in den Ruhestand geht, bekommt die zu hohe Rente.
Ja, nicht 2 oder 3 oder 4 Jahre. Nein, 20. Leben lang, den Rest. Das heißt, wenn wir einen Fehler machen, sind das 30 Jahre, die wir damit zu tun haben. So, und die Versicherungsfremdenleistungen haben natürlich völlig logisch und konsistent angefangen, als wir damals die Invaliditätskosten hatten für die Kriegsversehrten. Das war der Ausgabenposten für den Bundeszuschuss. So ist der entstanden. Und dann haben wir natürlich das Absterben dieser Versicherungsfremdenleistungen durch den Zweiten Weltkrieg gehabt. Und wir haben dann reingebaut und reingebaut und reingebaut. Aber nochmal, Vorruhestandsversicherung ist der größte Posten. Die Mütterrente ist der zweitgrößte Posten, wobei ich die unterstützen würde. Das ist eine familienpolitische Leistung. Und es wird auch als Beitrag eigentlich gezählt. Der Zufluss. Aber nicht voll abgebildet. Nicht vor in den Erhöhungen nicht voll abgebildet. Und dann kommt natürlich noch die Witwenrente dazu, die bei der Rentenversicherung immer auch noch ein Posten ist, denn es ist keine beitragsorientierte. Also insofern, man hat da eine ganze Menge und wenn man die dazu zählt, ist der Bundeszuschuss noch nicht mal ausreichend, um die Versicherungsfremdenleistung zu finanzieren. Also da haben wir eine Menge Schindluder getrieben in den letzten Jahren. Wenn man diese Vorruhestandsregelung rausgenommen hätte, dann hätten wir im Grunde genommen ein Gleichgewicht von Versicherungsfremdenleistungen und Bundeszuschuss. Aber nochmal, der Bundeszuschuss kann ja nicht ewig steigen. Und er ist ja auch nicht an die Versicherungsfremdenleistung gebunden, wie wir das immer wollten, sondern er steigt mit dem Beitragssatz. Wenn der Beitragssatz steigt, steigt der Bundeszuschuss. Weil einfach die Relation immer die gleiche ist. Es ist völlig falsch angebunden, völlig unsystematisch angebunden. Insofern macht da müssten wir eigentlich ran und wirklich eine echte Bindung machen. Wagen wir nicht, weil dann wird es natürlich eine heiße Diskussion. Der Bundeszuschuss, aber wie er heute ist, ist Teile für versicherungsfremde Leistung, aber eben nicht deckend und Teile allgemeiner Zuschuss in die Rentenkasse, um den Beitragssatz zu stabilisieren. Das ist das, was explodiert, wenn es immer teurer wird. Aber müsste dann nicht die Politik irgendwann ehrlich werden und sagen, diese und diese und diese Leistung ja wird sozusagen von der Rentenversicherung bezahlt, mit Zuschuss vom Bund und das auch absummieren sozusagen, ja, also mal eine Größe nennen, dass im Grunde genommen der deutsche Michel das auch beurteilen kann. Ja, so kriegt er jetzt Wahlgeschenke gemacht, ja, mit jetzt will ich ihn mal exkulpieren und die Antwort geben. Geschenkt ist geschenkt und wiedernehmen ist gestohlen. Ja? Das ist der Punkt. Er kann nicht hingehen und sagen, die Rente mit 63, das führen wir zurück. Wie willst du die Leute wieder in Arbeit bringen? Die sind ja schon seit Jahren dabei. Er kann nicht hingehen und sagen und so weiter. Geschenkt ist geschenkt. Was ich vermisse, wo ist der Politiker, der klare Kante spricht, der sagt, das und das und das und das ist gemacht worden und so viel kostet es. Also da widerspreche ich, okay, weil die Politik gibt es nicht. Und mich nervt das, wie wenig Rentenpolitik dargestellt wird. Aber nehme mal die letzten 4 Jahre, da war ich Politiker. Ich bin ja, ist ja auch nur, ne, also die größte Teile meines Lebens war ich kein Politiker, sondern ich habe einen befristeten Vertrag mit ihm und gerade bewerbe mich um 4 Jahre Verlängerung. Das, so ist das beim Souverän, bei ihm. Sieht aber gut die, aus. Ja, sieht gut aus, freut mich auch. Aber die letzten 4 Jahre, schicken Sie mir eine Mail hin, ich zeige Ihnen jede Rede. Jede Rede zu jeder rentenpolitischen Schandtat der Großen Koalition. Und auch unser Abstimmungsgewissen ist rein. Also da, auch die 4 Jahre, wo ich das erste Mal im Deutschen Bundestag war. Ich unterstütze ja deshalb meine Frau. Genau, ich weiß. Ja. Die 4 Jahre, wo ich das erste Mal im Deutschen Bundestag war, 2009 bis 2013, weil ich ganz junger Mann bin, ich durch ein gutes Ergebnis war, ich Juli Bundesvorsitzender im Bundestag gekommen. Da habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man es mit einer Partei nicht machen sollte, wie wir die FDP vor die Wand gefahren haben, habe ich viel draus gelernt. Ich habe gelernt, wie das so im Bundestag funktioniert. Und überraschenderweise als Neuling, ich hatte nicht die Kraft zu sagen, so und so müssen wir es jetzt machen. Also das ist ja, muss man ja realistisch sein im Leben, nirgendwo kommt man hin und alle sagen, Johannes, gut, dass du da bist, endlich, jetzt machen wir alles genau so, wie du gesagt hast. Also so ist es ja nicht. Aber immerhin hatten wir die Kraft, also in der Koalitionszeit 2009 bis 2013 gab es keinen rentenpolitischen Sündenfall. Es wurden auch nicht die Reformen gemacht der Stabilisierung, aber es gab keinen rentenpolitischen Sündenfall. Und da haben wir schon drauf geachtet, ne? Weil das mache ich nicht mit. Da kann ich in den Spiegel schauen. Nur das reicht eben nicht, weil die Scheiße ist ja da, wie er richtig gesagt hat. Und deswegen müssen wir die Reformen machen, damit es dauerhaft funktioniert und die Stabilisierung geht. Aber da darf es sich nicht wundern, dass das Thema nicht auf den Tisch kommt. Also das haben wir ja jetzt mitgekriegt, das ist hochkomplex. Total. Also wer steigt denn da noch durch? Deswegen wird es auch in keiner Talkshow mehr angesprochen, weil der Moderator könnte überhaupt nicht sich da einfinden und die richtigen Fragen stellen. Also Rente ist schon... Also wenn ich in eine Talkshow gehe und würde sagen, würde meinem Team vorschlagen, ja, ich glaube, mein Kernpunkt muss sein, 5 Minuten Redezeit von der 1 Stunde vor 3 Millionen, um mal zu erklären, wie das mit den versicherungsfremden Leistungen ist. Da würde mir mein Team auch abraten. Da verliere ich ja 90% der Zuschauer. Ein bisschen einfacher muss man schon erklären, aber das ist ja die Kunst von Politik. Dass es in der Substanz stimmt und dass wir es trotzdem so einfach vermittelt bekommen, dass man versteht, worum es geht.
ohne so einfach zu werden, dass es der Komplexität der Realität nicht mehr entspricht. Das ist eigentlich das, was Sie von Politikern erwarten können. Hoher Anspruch, klar. Aber ich meine, das ist unser Job. Ja, zum Thema ganz einfach habe ich eine Frage. Gerade eben wurde erwähnt, dass die zu hohe Rente entsprechend lang bezahlt werden muss. Ich bin Rentner von einer zu hohen Rente. Ich weiß nicht, habe ich falsche Kontonummer angegeben, aber die zu hohe Rente kommt bei mir definitiv nicht an. Ja. Dann habe ich eine Verständnisfrage. Ich bin kein Studierter. Sie haben vorher gesagt, 100 Milliarden bezahlen wir rund für die Rentner und 80 Milliarden zahlen wir für die Beamten. Heißt das, dass wir in etwa gleich viele Rentner wie Beamte haben oder wo ist das Missverhältnis her? Nein, die sind teurer. Nein, also er hat gesagt, die Rente, was er sagen wollte mit zu hoher Rente, das hat er salopp formuliert. Ich interpretiere ihn jetzt, er kann ja korrigieren, wenn ich ihn falsch interpretiere, ist, wenn zum Beispiel jemand abschlagsfrei durch Rente mit 63 zwei Jahre früher gehen kann, hat natürlich eine höhere Rente, als hätte es diese Regelung nicht gegeben. Individuell ist sie deshalb höher für den oder diejenige und dann wird die ein Leben lang bezahlen. So ist sozusagen die politische Logik, dass das nicht heißt, dass alle Rentnerinnen und Rentner in unserem Land und schon gar nicht Sie möglicherweise eine zu hohe Rente haben. Ich glaube, so hat das nicht gemeint. Von mir haben Sie es auch nicht gehört. Ich könnte es bei Ihnen nochmal nachrechnen. Gönnen jedem Rentner, jeder Rentnerin und jedem Rentner eine gute Rente. Ich mache mir ja gerade Gedanken auch übrigens, wie sorgen wir dafür, dass wir vielleicht besseres zielgenaues Instrument gegen Altersarmut haben bei denjenigen, die wirklich auf Grundsicherung so angewiesen sind im Alter. Ich habe Hubertus Heil für jede Maßnahme in dieser Legislaturperiode kritisiert, außer für das Ziel der Grundrente. Am Ende habe ich ihn nur trotzdem kritisiert, weil das Modell ziemlich schlecht geworden ist, was gerade den Menschen, die altersarm sind, größtenteils nicht hilft. Aber da müssen wir was tun. Was übrigens die Aktienrente auch leisten würde, ist, dass zumindest bei den Jüngeren, konkret bei den Zugangsjahrgängen ab 2030, das Rentenniveau auch wieder steigt. Aber Rente ist eben ein Tanker. Sie können nicht für morgen das herhexen, sondern Sie müssen rechtzeitig entscheiden, damit es ein paar Jahre später besser funktioniert. Zu den Beamten, die 100 Milliarden sind nicht die Gesamtkosten der Rente. Die sind viel, viel, viel höher. Sondern die 100 Milliarden sind nur der Steuerzuschuss in den Rententopf, der größtenteils aus Beiträgen finanziert wird. Und Beamte ist ein anderes System. Das wird komplett vom Staat ja finanziert. Deswegen würde man Äpfel und Birnen vergleichen, wenn man die Summen. Aber man kann doch schon mal vergleichen, was kriegt ein Rentner und was kriegt ein Pensionär. Das ist aber eine andere Frage. Ich habe mich mal schlau gemacht und wollte mal wissen, wer vertritt denn die Rentner? Also alle die jetzt in den letzten Wochen gehört habe, die über die Renten diskutieren und über die Rente erzählen, die alle sind selber Pensionäre. Das heißt, die sind überhaupt nicht betroffen, reden aber alle. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu gucken, wer vertritt denn die Rentner? Welcher Rentner vertritt denn die Rentner? Da gibt es gar niemanden. Also es gibt da diesen, wie heißt der genau? Ich habe nachgeguckt, heute habe ich das gegoogelt, diese Vertreterversammlung in der Rentenkasse. Denn selbst bei der Rentenkasse sind die Chefs anscheinend alle Pensionäre und gar keine Rentner. Mhm. Also wie ist ein Rentner jetzt vertreten? Die Politiker, die uns vertreten, sind ja auch alles Pensionäre. Also wieso ist denn nirgendwo ein Rentner dabei? Wer ist denn? Ich bin kein Pensionär. Sie kriegen aber auch eine Pension, wenn Sie später... Ja, stimmt. Oder diese Rente? Nee, ich kriege auch Rente. Ich habe vor meinem Mandat eingezahlt. Ja, ich zahle übrigens jetzt auch freiwillig ein. Ja. Und ich will übrigens das Alterssicherungssystem der Politiker verändern, abschaffen. Habe ich noch vor wenigen Wochen vorgeschlagen. Okay. Aber unabhängig davon, am Ende sind es Politiker, die Sie wählen, die mit Ihren Überzeugungen, mit Ihren Positionen Sie entweder überzeugen oder nicht. Deswegen hören Sie bei der Rente genau hin und fragen Sie genau nach. Das ist die einzige Antwort. Es gibt nicht, wir haben ja eine Gesellschaft, die ist nicht segmentiert. Ne? Es gibt nicht die, hier werden die Selbstständigen vertreten, da werden die Rentner vertreten, sondern am Ende soll es alles zusammengebracht werden. Das wäre der Gedanke im Parlament. Okay, jetzt sage ich die letzte Frage noch von mir. Was machen die Österreicher anders oder besser wie wir, weil die ein weit höheres Rentenniveau haben wie wir? Ja, das ist das Gegenmodell zu unserem Vorschlag oder wie die Schweiz es macht oder wie die Niederlande macht, ist immer wieder Österreich. Es wird sehr gerne von der Linkspartei angeführt. Da vergleichen Sie aber Äpfel mit Birnen. Deswegen wird es auch so gerne gemacht, weil das die großen Vereinfacher sind. Nicht Sie, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die das tun. Es ist richtig, dass die durchschnittliche Rente in Österreich höher ist als in Deutschland. Drei Bemerkungen dazu. Erste Bemerkung, Österreich läuft auf große demografische Probleme zu. Das heißt, da wird es auch noch schwierig in der Finanzierung. Also das ist kein nachhaltig stabiles System. Zweite Bemerkung, Sie können die Durchschnittsrente in Österreich überhaupt nicht vergleichen,
weil in Österreich haben sie 20 Jahre Mindestversicherungszeit, damit sie überhaupt eine Rente bekommen. Das heißt, haben sie 18 Jahre in Österreich eingezahlt in die Rentenkasse und dann machen sie was anderes, machen sich selbstständig, sind Freiberufler oder so, oder werden Rechtsanwalt, haben ein berufsständisches Versorgungswerk, was weiß ich, dann kriegen sie keinen Cent aus der Rente, haben eingezahlt, aber hinterher keine Rentenansprüche. In Deutschland ist das anders. In Deutschland gibt es ganz, ganz viele Kleinrentenansprüche. Leute, die mal 5, 6 Jahre eingezahlt haben, dann wurden die Ärzte und haben dann, oder Architekten, berufsständisches Versorgungswerk, oder wurden selbstständig, haben selber vorgesorgt. Und dadurch haben sie eine größere Streuung an Rentenzahlung, weil zum Beispiel dieser Architekt, der kriegt eine kleine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist für den aber in Wahrheit nicht der wesentliche Teil seiner Altersvorsorge, sondern irgendwie so ein kleines Element. Wenn Sie dann sagen, ja, wir vergleichen die durchschnittliche Rente in Österreich und die durchschnittliche Rentenzahlung in Deutschland, sagen, in Österreich ist sie ja viel höher. Also Äpfel mit Birnen vergleichen ist noch zurückhaltend formuliert. Das ist sozusagen irreführend. Zweiter Punkt ist, in Österreich haben Sie keine Pflegeversicherung. Das heißt, das Absicherungsniveau aus der Rentenversicherung müssten Sie eigentlich addieren, was Sie in Deutschland Rente und Pflegeversicherung kriegen, weil wir ja wissen, dass sehr hohe Kosten am Ende des Lebens ist ja Pflege. Also darauf bereiten wir uns ja auch alle vor. Da muss ja jedem klar sein, da hat man hohe Kosten. In Österreich müssen Sie die aus dieser Rente finanzieren. Und dritter Punkt ist, in Österreich kriegen Sie einen Renteneintritt, eine Summe. Bei uns wird die Rente angepasst, entsprechend, minus Nachhaltigkeitsfaktor Bernd, entsprechend der Lohnentwicklung. Den ist ja ausgesetzt, da bin ich dagegen. Ja. In Österreich haben sie nur einen Inflationsausgleich. Das heißt, die Anfangsrente ist, selbst vielleicht, wenn man die anderen Faktoren nicht hätte und komplett gleiche Erwerbsbiografien, ein bisschen höher, dafür schrumpft die in ihrer Kaufkraft. Und deshalb ist es Äpfel und Birnen verglichen. Da gibt es sogar noch mehr. Also es ist wirklich die Quersubventionierung durch die Kleinrentner in die höheren Rentenansprüche der Österreicher. Die Pflegeversicherung ist der nächste Punkt, das ist richtig. Aber dann kommt natürlich die Gesundheitsversorgung noch dazu. Stimmt. Und da hast du in Österreich sehr hohe Selbstbehalte. Das heißt, die Österreicher, wenn man das insgesamt nimmt, zahlen nicht nur für Pflege, sondern die zahlen zum Beispiel erst 300 Euro, glaube ich, erstmal selbst in der Gesundheitsversorgung. Das heißt, das muss man dann entsprechend gegenrechnen. Und wenn man das gegenrechnet, ist man in etwa beim selben Niveau wie in Deutschland, aber die haben einen noch massiveren demografischen Problem. Ja. Die haben eine noch höhere implizite Staatsverschuldung. Das heißt, die zukünftigen Österreicher, die Jungen, die werden noch höher belastet als unsere. Also ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber ich übersetze das mal politisch, wenn ich darf. Wer jetzt die Linkspartei unterstützt und sagt, ja, machen wir es wie in Österreich, haben wir das Problem gelöst. Gutes Erwachen in 10 Jahren. Besser lassen. Ja, die Linkspartei sagt ja auch, wir sollen das so machen wie die Schweizer zum Beispiel. Das ist immer so komisch, als ob da die reichen Deutschen, als ob die armen Deutschen nach in die Schweiz auswandern, um dann da die höheren Renten zu kassieren oder so. Also es sind eher, glaube ich, die Reicheren. Also aber ist egal. Also die Leute sind sowieso ein bisschen beschuppelt. Jetzt aber nochmal zu den Pensionsgeschichten. Nochmal. Und das ist immer eine Sache, die wir massiv vertreten haben und die auch ich damals massiv vertreten habe. Ich bin nicht ganz unschuldig an diesem Nachhaltigkeitsfaktor. Das ist eine komplexe Formel und die haben wir uns zusammen ausgedacht damals, um im Grunde genommen verursachergerecht das Rentenniveau anzugleichen. Wir haben damals gesagt, naja, bitte, aber wenn die Rentner ja für die demografischen Lasten mit einem geringeren Rentenniveau unterwegs sind, dann müssen die Pensionäre doch bitteschön wirkungsgleich genauso beteiligt sein wie die Rentner. Dafür bin ich dann als Nestbeschmutzer vom Deutschen Beamtenbund so richtig so rangenommen worden. Denn das könnte man ja nicht machen. So, also auf gut Deutsch, die Übertragung der entsprechenden wirkungsgleichen Reformen auf die Beamtenschaft ist misslungen. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, denn nun haben die Sozialdemokraten den Nachhaltigkeitsfaktor, den sie selber eingeführt haben, ausgesetzt. Also können wir schlecht jetzt den Beamten sagen, bitteschön, ihr müsst jetzt das machen, was die anderen auch nicht machen. Das wird dann schwierig. Bei den Pensionen haben wir vor 15 bis 20 Jahren gesagt, wenn ihr jetzt nicht rangeht, der erste Schritt war damals die Absenkung auf die 71,25 von den 75% des letzten Gehaltes, denn das ist natürlich schon ein anderes System. Pensionäre bekommen eine Lohnfortzahlung im Altersfall. Ja, eben weil sie in Gegenleistung nicht streiken, ihren Orts nicht bestimmen dürfen, weil sie und so weiter und so fort. Also insofern, sie sind hoheitlich rechtlich unterwegs. Und das gilt nicht für Beamte wie mich. Ein Professor soll man nicht verbeamten, ein Lehrer soll man nicht verbeamten. Und auch Politiker soll man ausnehmen, da ist die FDP völlig auf dem richtigen Weg. Wir müssen Richter, hohe Polizeibeamte, da müssen wir die Verbeamtung haben, denn die Alimentation, die Lohnfortzahlung im Altersfall ist natürlich ein Privileg.
Und das wollen wir geben. Und zwar für den, der funktionieren soll. Und dem sagen wir, wenn er nicht funktioniert, dann kriegst du aber auf die Finger. Und zwar hinten im Leben. Du verlierst alles. Ja? Das ist genau der Punkt, den wir, das macht völlig Sinn. Und das hat jedes Land der Welt. Ja? Nicht nur Deutschland. Wir nennen das da anders. Aber das brauchen wir. Aber nicht so ausgedehnt, wie wir es jetzt haben. Wir haben natürlich auch die richtigen Schritte gemacht. Wir haben die Postbahn nicht mehr. Wir haben die Bundesbahnbeamten nicht mehr. Wir haben die Sparkassenbeamten nicht mehr. Die Sparkassen waren alles Staatsbanken. Ja, wir haben die Bundesanstalten nicht mehr oftmals. Wir haben und so weiter und so fort. Der Beamtenapparat ist schon ganz schön zusammengestaucht. Es fehlen die Lehrer und die Hochschullehrer. Und jetzt, wo unsere Kinder aus der Schule sind, kann ich das ja auch sagen. Vorher war es immer gefährlich, aber bitteschön, die haben da nichts zu suchen. Ja? Die Lehrer und die Hochschullehrer müssen raus aus der Sache. Das heißt aber nicht, dass die alle immer billiger werden. Es wird teurer. Das ist genau das, was Johannes Vogel eben gesagt hat. Das war dürr. Die Beamten haben ja noch das Problem, dass sie im Durchschnitt 7 Jahre länger leben. Auch das als normal sterben. Ja, toi, toi, toi. Das Jürgen. Muss man sich mal vorstellen. Privat ist das kein Problem. Also Nachhaltigkeitsfaktor, Nachholfaktor. Was ist damit? Wann führen wir die wieder ein? Ja, Nachhaltigkeitsfaktor brauchen wir. Ich halte die Suspendierung für völlig irre. Das ist der demografische Faktor, der die Stabilisierung der Umlage leisten soll. Der war, muss ich wirklich sagen, ich gucke mir nachher auch vergleichende Sozialsysteme anschauen etc. Man vertieft sich ja ein Thema, weil man eben als, wenn man als Politiker sagt, in dem Thema kenne ich mich wirklich aus, dann will man auch wirklich jede Tiefenbohrung durchhalten. Bei vielen Themen ist man auch Generalist, ist auch der Job, aber bei Sozialpolitik ist der Anspruch ein anderer bei mir, bei anderen Kolleginnen und Kollegen, bei anderen Feldern. Und ich habe mir deswegen viel angeschaut. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist wirklich ein richtig gutes Stück Gesetzgebung, weil der auch so smart ist, weil der sozusagen darauf reagiert, der gleicht nur so stark aus, wie zum Beispiel Einwanderung nicht gelingt. Umso mehr Einwanderung, umso besser die demografische Situation, umso weniger doll wirkt der Nachholfaktor. Also wirklich ein smartes Stück, das den die Große Koalition ausgesetzt hat, halte ich für unverantwortbar. Der Nachholfaktor ist nicht ganz so wichtig, weil der nicht dauerhaft wirkt, aber trotzdem sehr unfair. Da geht es um die Rentengarantie. Herr Raffelschen hat das vorhin erklärt. Wir hatten 2 Fälle in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo die Renten hätten sinken müssen. Seit Einführung der Renten. Also das heutige Rentensystem, dynamische Renten etc. ist 1957 eingeführt worden. Deswegen ist übrigens auch Quatsch, wenn man manchmal so liest, die FDP kritisiert das Umlagesystem, tun wir übrigens gar nicht, wir wollen es nur ergänzen und stabilisieren, aber und das hätte schon 2 Weltkriege überstanden. Welche 2 Weltkriege gab es denn seit 1957? Also wer das sagt, hat sich schon disqualifiziert, dass man Rentenpolitik in Wahrheit nicht so viel versteht. Aber seit 57 gibt es das und in 2 Fällen hätten die Renten sinken müssen. Also grundsätzlich steigen die Rente wie die Löhne und wenn die Lohnsumme steigt, steigen die Renten um genau dieselbe Summe. Und 2008 in der großen Wirtschaftskrise ist die Lohnsumme gesunken. Jetzt in der Corona-Krise ist die Lohnsumme auch gesunken. Und 2008 hat dann Olaf Scholz die Rentengarantie eingeführt, weil er gesagt hat, die Renten dürfen nicht sinken. Ich finde auch, dass das kritikwürdig war. Generationengerecht ist allerdings so lange, wie es verrechnet wird. Und das ist der sogenannte Nachholfaktor. Also am Ende war es okay, weil man hat gesagt, die Renten dürfen nicht sinken. Dafür sind durch den, dass die Rentengarantie und dafür sind durch die Verknüpfung mit dem Nachholfaktor sind die Rentensteigerung in den nächsten Jahren mit den dann wieder steigenden Löhnen so verrechnet worden, Schritt für Schritt, dass sie etwas weniger stark gestiegen sind, bis es wieder ausgeglichen war. Also, wenn man ein paar Jahre länger betrachtet, solange Rentengarantie und Nachholfaktor zusammenwirken, steigen die Renten in Summe nicht stärker als die Löhne, sondern beide entwickeln sich im Gleichklang. Das Problem ist, dass die Große Koalition nicht nur den Nachhaltigkeitsfaktor, sondern auch den Nachholfaktor ausgesetzt hat. Und deswegen ist die Rentengarantie während der Corona-Krise, wird jetzt nicht ausgeglichen durch den Nachholfaktor in den nächsten Jahren. Und wenn man das nicht tut und wir in 5 Jahren zurückschauen, dann sind die Renten stärker gestiegen als die Löhne. Und das finde ich irgendwie auch nicht fair. Weil also Generationengerechtigkeit geht in beide Richtungen. Generationenverhältnis gilt in jeder Hinsicht. Aber wenn sie im Gleichklang steigen sollten, dann sollten sie auch im Gleichklang steigen. Und das ist insofern nur ein Einmaleffekt, ne? Weil der ist jetzt erst 2-mal vorgekommen und jetzt wurde er 1-mal ausgesetzt. Hoffentlich passiert es auch nicht so bald wieder. So schwere Wirtschaftskrise wünscht man sich ja nicht. Aber das ist unfair und wir sind dafür, den wieder anzuwenden. Könnte man auch noch. Also nächstes Jahr fängt der Effekt an. Ab nächstes Jahr könnte man verrechnen und steigen die Renten auch, aber eben so lange ein ganz klein bisschen weniger stark, bis es verrechnet ist. Ich finde es fair. Ich habe eh immer das Gefühl, bei der Generationengerechtigkeit, es wird manchmal politisch so versucht zu sagen, ja, man als Jüngerer zum Beispiel sagt, will stabile Renten für alle Generationen. Ist doch gegen die Rentner. Nee, überhaupt nicht. Kennen Sie irgendeine Familie, wo am Küchentisch nicht
Großeltern, Eltern und Enkel alle finden, dass man in einem fairen Verhältnis stehen sollte und alle sich umeinander sorgen? Welcher Enkel freut sich denn nicht über gute Renten für die Großeltern? Welche Großeltern wollen denn nicht, dass das Rentensystem auch für ihre Enkel noch funktioniert? Und das müssen wir halt auch im großen Stil als Gesellschaft hinbekommen. Und bei den Enkeln haben wir gerade ein Problem. Und deshalb sagen wir, all das, wenn ich in einem Wort zusammenfassen müsste, was all das ist, was wir da machen wollen in der Rentenpolitik, dann ist es enkelfit. Sie muss enkelfit sein, sie muss für alle Generationen funktionieren. Wobei der ohne Kinder sich um die Enkel nicht so besonders viele Sorgen macht. Das stimmt. Das stimmt, aber das zu individualisieren kriegst du nicht hin. Nee, ich weiß. Ich wollte nur eine böse Bemerkung. Ja, ich weiß. Also der ungewollt kinderlos. Ja. Der Lothar hat mir die Frage mit Österreich geklaut. Aber ich habe noch eine Frage. Johannes Vogel war ja sehr viel in Schweden aktiv und hat sich da sehr umgeschaut. Ich habe noch mal eine Frage zu Holland. Ja. Die haben doch auch ein gutes System. Ja. Und sie haben auch ein gutes System, was die Gesundheitsvorsorge betrifft und die Beiträge. Könnt ihr da auch noch mal was zu sagen? Ich fange noch mal hin mit der Gesundheitsvorsorge an. Die Holländer hatten dasselbe System wie wir. Und zwar in den 30er Jahren oder 40er Jahren dann nach der Okkupation dann eingeführt, diese dichotome Geschichte mit der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das haben sie reformiert in einem Sinne, der, glaube ich, den Deutschen ziemlich aufstoßen würde. Sie haben nämlich gesagt, okay, wir finanzieren die Gesundheitsversorgung nicht mehr aus lohnabhängigen Beiträgen. Warum nicht? Naja, weil wir wissen in Holland, dass eine Lohnerhöhung nicht krank macht. Und das ist, glaube ich, eine ziemliche Logik, oder? Tatsächlich ist eine Lohnerhöhung in solchen Systemen wie das unsere immer damit verbunden, dass die Beiträge steigen. Allerdings ist das Krankheitsrisiko das gleiche wie vorher. So, und die Holländer haben gesagt, okay, wir hören auf, wir machen eine Pauschale. Die Gesundheitspauschale, die Kopfpauschale, die wir in der Schweiz genauso haben, ist in Holland im Gesundheitssystem integriert. Zwar nicht so wie in der Schweiz ist es zu 100%, aber zu 50%. Die Holländer haben genauso wie die Schweizer dann gesagt, okay, aber bitteschön, ihr müsst mitzahlen, ihr müsst auch mitzahlen. Jeder, der zum Arzt geht, muss mitzahlen. Ja. Und nicht nur absolut, sondern auch prozentual. Und das ist das System. Ich weiß nicht, also als wir damals die Gesundheitspauschale, wir haben das ja dummerweise Kopfpauschale damals genannt, nachdem wir den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt haben, wollten wir ja da entsprechend auch weitergehen. Aber Kollege Lauterbach damals war ja mit mir in der Kommission. Das hat doch zu erheblichen, sagen wir mal, Dissensen geführt. Die Einführung der Pauschale in Deutschland haben wir uns nicht geeinigt. So, das ist sozusagen das eine. Die Gesundheitsversorgung müsste man, sagen wir mal, mit in die Waagschale legen und das würde den meisten Leuten hier nicht schmecken. Denn für Gesundheit zu zahlen, dass Gesundheit Geld kostet, das kann ja wohl nicht sein, oder? Gut, die haben es anders gemacht. So, was die Rente angeht, Johannes, im Grunde genommen, so fern von unserem System ist es nicht. Sie sind auch eben halt in der Kombination unterwegs, haben verdammt viele gestärkte, ersetzende Komponenten in der Grundversorgung. Das haben wir in allen Systemen, dieses, man nennt das in der OECD dieses Two-Tier-System, also zwei Säulensystem oder manchmal ist es auch ein Drei oder wie auch immer. In der gesetzlichen Rente haben sie das nicht. Dafür ist die, also die haben auch ein Drei-Säulen-System, ich sag's mal salopp. Die zweite Säule ist dort größer und wichtiger und die erste ist kleiner. In der ersten machen die eine Grundrente. Das ist so ein bisschen das Problem mit Pfadabhängigkeit. In Deutschland haben wir uns eben entschieden, vor vielen Jahrzehnten sozusagen eine dynamische Rente, also eine Rente, die spiegelt, wie viel sie eingezahlt haben. Und die Ansprüche sind jetzt auch noch für Jahrzehnte da. Die haben das irgendwann umgebaut, haben gesagt, die erste Säule, die ist kleiner, die finanzieren wir auch stärker unabhängig von, also stärker über Steuern. Und dafür geht es nur so eine Grundversorgung, wie so eine Art Grundpaket. Und dafür ist die zweite Säule für die Lebensstandardsicherung, die Betriebsrenten sind viel, viel wichtiger. In Deutschland könnten Sie das, wenn Sie das in die Richtung einführen wollten, dann bräuchten wir 50, 60 Jahre. Weil wir erstmal die Ansprüche, die über die Grundversorgung hinausgehen aus der gesetzlichen Rente, erst noch abfinanzieren müssen. Umlage haben wir ja erklärt. Das bindet uns ja Jahrzehnte und dann könnten Sie es umbauen. Das ist so ein bisschen das Problem mit Pfadabhängigkeit, Sozialsysteme, die über Jahrzehnte funktionieren, da gibt es wirklich einen Tanker, den legt man nicht so leicht um. Deswegen haben wir nach Schweden geschaut.
Ja, weil immer vorsichtig, weil alle diese Systeme haben immer Komponenten dessen, was wir Grundsicherung nennen würden. Ja, ja, das stimmt. So, und auch die Schweizer mit ihrer AHV, die Holländer, haben eigentlich in der ersten Säule das, was wir Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter nennen würden. Ja, aber da können wir nicht von heute auf morgen hin. Die haben das vollständig auf Steuern finanziert. Bei uns ist eben halt zum Teil für Rentner ist das, was Sozialhilfeanspruch ist, ist zum Teil für den deutschen Rentner aus seinen Beiträgen finanziert, nämlich die ersten, sagen wir mal, 800 Euro. Wir haben 800 Euro Grundsicherungsanspruch früher gehabt in der Grundsicherung im Alter. Und die haben ein bisschen mehr. Die Schweizer ja deutlich mehr. Ja. Aber das vergisst man immer. Die Schweizer haben ein Rentenniveau in der AHV, das mal gerade 20% des Durchschnittseinkommens ausmacht. Ja. Und das ist exakt dasselbe wie unsere Sozialhilfe im Verhältnis zu unserem Durchschnittseinkommen. Absolut. Das heißt, die haben immer die Grundsicherung außerhalb des Rentensystems. Und wir sagen, wir zahlen erstmal die Rente. Und wenn die Rente dann nicht so hoch ist wie die Grundsicherung, dann stocken wir auf. So, und die Aufstockung erfolgt dann aber aus dem Bundeszuschuss, weil wir in der Logik in Deutschland sagen, dass Armutsbekämpfung für Alte wie für Junge eben nicht durch Beiträge zu finanzieren ist, sondern durch Steuern. Und die Steuern sind progressiv bei uns. Das heißt, wir sind viel gerechter in dem Sinne, als dass wir Armutsbekämpfung so machen, dass der Reiche unter uns viel mehr zur Armutsbekämpfung beiträgt, als jeder andere, weil er progressiv besteuert wird. Das Spannende ist ja politisch, was man daraus lernen kann. Ich kriege das, also die Systeme sind unterschiedlich, sie sind vergleichbarer, als man denkt. Es gibt Unterschiede in der Betrachtungsweise, wo will ich die soziale Absicherung am Ende des sozialen Netz haben, etc. pp. Aber die spannende Frage ist ja mit Blick auf die große Aufgabe, auf der wir jetzt stehen, Demografie. Was macht die Systeme da besser? Und da ist es der höhere Anteil an Kapitaldeckung. Das löst die Schweiz und die Niederlande lösen das durch eine höhere Bedeutung der, kann man zweite Säule nennen, also der zusätzlichen Elemente zu dieser ersten Absicherungslinie, die bei uns, ne, Grundsicherung plus gesetzliche Rente ist und dort die Grundrente. Und da müssen wir hin, einen höheren kapitalgedeckten Anteil des Gesamtsystems. Und Schweden war unserem System vergleichbarer in den 90ern und zeichnet deswegen den Weg, wie man, glaube ich, kompatibel mit Evolution, man kann immer nur Evolution machen in der Sozialpolitik, nie Revolution, zumindest nicht ratsam, wie wir da hinkommen. Und deswegen sagen wir, das schwedische System ist sozusagen der Weg, weil am Ende ist das Ziel dasselbe. Die Schweiz, die Niederlande und Schweden haben eins gemeinsam. Sie haben einen höheren Anteil an aktienbasierter Kapitaldeckung in der durchschnittlichen Alterseinkünfte. Und das macht das System Demografie stabil. So vielleicht politisch aufgelöst. Da wollen wir auch. Genau. Vielen Dank, Johannes. Du musst los. Ja. Du bist gefragt, wundert mich nicht. Also ich staune. Also brutales Expertenwissen. Ja, nein, wirklich. Also wir haben heute viel gelernt. Könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Jetzt hoffen wir für uns das Beste erstmal und für unser Land. Ja, möchtest du noch ein Schlussstatement? Ja, recht gerne, weil falls Sie manches geteilt haben, was Sie heute gehört haben, falls Sie der Meinung waren, wissenschaftlich fundiert, wie Bernd Raffelhüschen das macht, das klingt irgendwie plausibel. Möglicherweise wird deshalb die Partei, die viele dieser Gedanken aufnimmt und dann in konkrete politische Konzepte übersetzt, möglicherweise macht die vielleicht richtige Weichenstellung. Vielleicht ist das ein totaler Quatsch, was der Johannes Vogel heute erzählt hat. Möglicherweise ist Claudia Raffelhüschen eine gute Abgeordnete, die sollte deshalb zu einer werden. Wenn Sie all das teilen und zumindest den Eindruck haben, sagen Sie es bitte weiter. Denn es sind noch 17 Tage bis zur Bundestagswahl. Und diese Wahl ist unglaublich knapp, die ist super offen. Super spannend. Wahrscheinlich haben wir auch noch nie so eine schwierige und spannende Regierungsbildung gehabt. Aber es ging auch noch selten um so viel. Eine ganze Richtung für ein Land nach dem Ende einer Kanzlerschaft, ohne dass die amtierende Kanzlerin, der amtierende Kanzler noch wieder antritt. Und da können Sie einen Unterschied machen. Rot-Rot-Grün hat aktuell nach Umfragen eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Die sind aber nur 1-2% entfernt. Das heißt, 1-2% mehr zum Beispiel für die FDP und weniger für SPD und Grüne. Und zack, ist die Option schon weg. Können wir eine nächste Regierung prägen als Freie Demokraten? Es hängt davon ab, ob wir 10, 12 oder 14% haben. Es macht einen Unterschied, wenn wir da sitzen. Wenn Sie all das beschäftigt, dann bitte seien Sie nicht Zuschauer wie bei einem Sportereignis. Manchmal werde ich von Journalisten gefragt, ja, Herr Vogel, die aktuellen Umfragen, zu welcher Koalition führt das denn? Da wird immer so getan, als seien wir alle so Zuschauer bei diesem Ding, was wir Wahlkampf und Wahlen nennen. Das ist aber falsch. Wir sind Mitspieler, nicht Zuschauer. Sie auch, nicht nur ich.
Nicht nur die Kandidatin Claudia Raffelüschen, nicht nur Leute wie Christian Lindner oder Spitzenvertreter von anderen Parteien, sondern Sie. Weil es gibt nichts, was so wichtig ist für die Wahlentscheidung von Menschen, das ist nachweislich so, in der Wahlforschung, in der Kampagnenforschung, wie wenn Menschen, denen Sie vertrauen, mit Ihnen über Politik gesprochen haben. Das heißt, noch wichtiger als das, was ich hier erzähle, ob mit Expertise oder ohne, oder noch wichtiger als das, was auf den großartigen Plakaten von Claudia Raffelüschen steht, ist, wenn Sie mit Ihren Freunden, Ihren Nachbarn, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen über Politik reden. Weil wir sind in der Rolle. Sie sind Menschen, denen die vertrauen. Und wenn Sie dann sagen, ich finde eigentlich, es geht um was am 26.09. und ich finde, die Freien Demokraten gehören unterstützt, dann löst das was aus in den Köpfen. Und wenn die dann mit ihren Freunden, Nachbarn, Kollegen, Bekannten auch noch reden, haben sie auch noch einen Multiplikatoreffekt, einen Schneeball, der ist gigantisch. Und deshalb 17 Tage noch, 17 Morgen, wo sie aufstehen könnten und sich fragen, mit welchem Freund, bekannter Kollegin könnte ich heute über Politik reden und sagen, warum ich es gut finde, dass Claudia Raffelüschen in den Bundestag kommt. Glauben Sie mir, ich weiß, wir Deutschen, wir reden nicht so gerne über Politik im privaten Umfeld, abseits von Veranstaltungen wie heute. Machen wir manchmal nicht. Die beste Freundschaft hält 17 Tage Politik aus. Danach ist wieder Ruhe. Das wäre mein Schlusswort und meine Wunderbar. Bitte zum Abschluss. Ist ja wie im Strukturvertrieb. Ja? Kampagne. Ja, ja. Kampagne. Vertraust du mir? Ich vertraue dir und ich wäre froh, wenn das klappt, traurig, dass ich dann mit dem Hund alleine zu Hause sitze. Jetzt erstmal abwarten. Also, nein, ich komme dann mit nach Berlin. Hier haben wir noch eine Kleinigkeit, um die Rente aufzubessern. Vielen Dank. Für dich, Johannes. Vielen Dank. Für meinen Bernd. Also, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich fand das sehr spannend, die Veranstaltung. Und ich finde es schade, dass ich jetzt nicht auf die nächste Veranstaltung hinweisen kann, weil es gibt keine mehr. Aber wer weiß, vielleicht halten wir an dem Konzept fest und machen auch in Zukunft hier in diesen Räumlichkeiten Sitzungen zu spannenden Themen. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und im Sinne von dem, was Johannes gesagt hat, bleiben wir hell und bleiben Sie mir wohlgesonnen. Also danke.